Hallo! Wo ist denn Julian jetzt eigentlich? Hallo! Hin? Keine Ahnung. Ey, warte mal, wo hast du das hingetan, wo das Ding da ist? Das habe ich da hinten hingeschmissen. Ich dachte, das ist. Ja, die also, Dings ist ja fast leer. Weißt du, wie ich meine? Diese Fernbedienung. Hallöchen zusammen. Hallöchen, Popöchen. Heute auf YouTube und wahrscheinlich auch in nächster Zeit mehr auf YouTube. Vielleicht auch gar nicht mehr Twitch, wissen wir noch nicht. Habe ich direkt rausgehauen, Julian. Ich sag heute auf YouTube, nächstes Mal vielleicht auch und vielleicht auch gar nicht mehr auf Twitch. Ja, Ist gerade alles im Umschwung. Wir haben uns überlegt, wir sind jetzt einfach mal spontan noch auf YouTube hier live und werden mit Sicherheit nächste Woche auch hier live sein. Und ja, mal gucken, ob wir Twitch so noch forcieren oder nicht. Genau. Konnichiwa. Servus miteinander. Schönen guten Abend. Oder wie sagt man nochmal in Thailand? Was weiß ich, wie man in Thailand... Bam, jetzt ich sage immer nur Ola. Ich habe auch in Ägypten habe ich immer Ola gesagt, obwohl das die Spanier sind. Ah, wie ist das nochmal, Alex? Hongkong und so, wie begrüßt man sich nochmal? Hongkong, Tinkangchong. Mach ich doch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. I don't know. Warum Twitch nicht mehr vielleicht? Also, wir wissen es auch noch nicht hundertprozentig. Wir haben es gerade eben relativ spontan frisch besprochen, aber... Was man mal festhalten kann... Es gibt halt krass Beef. Nein, was man aber festhalten kann, ist, doch. Auf Twitch wird seit Jahren, ist Gaming da das große Thema von Anfang an eigentlich. Dann das Thema Reactions. Leute gucken sich Videos anderer und erzählen ihren Senf dazu. Und mittlerweile immer mehr, was bei Twitch immer mehr und mehr wird, ist irgendwelche Camgirls, die mit dem Hintern wackeln und so weiter. Das wollen wir auch machen. Das haben wir halt überlegt, auf Twitch in Zukunft zu machen. Nein, aber was auf Twitch einfach immer weniger und vor allen Dingen auch immer weniger von Twitch selber vorgeschlagen wird, ist das Thema Kochen, Grillen und so weiter und so fort. Was ist los? Jürgen hat es wieder angemacht. Also habt ihr sie ausgemacht? Ja, wir haben sie ausgemacht. Ich wollte mal wissen, wie es aussieht. Ja, das ist halt alles doch egal. Der Stecker da oben sieht so scheiße aus. Ja, ja, sieht doch. Ja, und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt erstmal YouTube forcieren werden. Hat auch noch den charmanten Vorteil, dass das On-Demand-Video, nämlich der Livestream, danach automatisch bei YouTube drin ist und nicht nach 2 Wochen wieder raus ist wie bei Twitch. Wird im Übrigen bei YouTube auch wesentlich mehr geklickt als bei Twitch. Somit sehen wir aktuell eigentlich nur Vorteile. Ob es auch Nachteile gibt, wissen wir nicht. Ja, so ist jetzt gerade der Plan. Vielleicht ändert sich das. Ihr wisst, wir haben häufig auch mal spontane Ideen, so wie heute auch. Aber ich glaube, so wird jetzt erstmal die Ausrichtung sein und dann gucken wir mal weiter. Für euch ändert sich ja nichts, außer dass ihr auf YouTube guckt und keinen Prime-Sub mehr verschenkt, verdingsen könnt. Und ja. Ich lese es hier gerade, Flashgitar fragt, ob wir am 27.12. eine Streampause machen. Ja. Yes. Das ist unsere Betriebsurlaubswoche. Ja. Wir starten im Januar dann wieder durch, aber wir werden die letzte Dezemberwoche hier nicht am Start sein. Da müsst ihr auf uns verzichten, was nicht bedeutet, dass ihr auf Videos verzichten müsst. Nein, wir haben vorgesorgt. Ja, vielleicht. Ey, es kommen voll geile Videos jetzt, wirklich. Wir sind hier auch immer mal in der Woche natürlich anwesend, aber eben nicht alle im Kollektiv. Das musste ich so sagen, nicht das, weißt du? Ja gut, aber das ist ja auch mit dem Sicherheitspersonal sowieso egal. Ja. Kann ja meiner kommen. Das stimmt. Sofort dort geschossen. Hey, CPM-Jäger schreibt. Einen wunderschönen guten Abend, ihr CPM-Jäger. Stimmt, das ist jetzt sogar wegen Dezember. Ja, stimmt. Jetzt wird interessant. Oh. Also wenn das so sein sollte, dass der Stream auch noch einen höheren CPM hat, das bedeutet, noch ein Vorteil mehr. Die alle nicht wissen, was das bedeutet, wir würden theoretisch mehr Geld damit verdienen. Dann erst recht. Ja, noch ein. Dann sollten wir heute lieber 5 Stunden durchstreamen. Ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber Jörn hat vollkommen recht. Das ist natürlich noch eine Sache, die hier wesentlich besser ist bei YouTube als bei Twitch. Bei Twitch kann man, ist auch, ne, wir können euch das vielleicht irgendwann auch mal, wenn wir da wirklich nicht mehr streamen sollten, können wir euch das sogar theoretisch komplett transparent zeigen, was man mit Twitch verdient. Und mit Twitch verdienen wir gar nichts. Boom. Da verdienen wir einfach gar nichts. Naja, gar nichts ist auch Quatsch, aber ja, so lass wenig. Es mal, lass es in einem Monat, ich kann es dir sagen, die letzten Monate waren es pro Monat vielleicht 230 Euro, die Twitch uns überwiesen hat. Ja. Damit haben wir nichts verdient. Ja. Denn wenn du die Arbeitszeiten rechnest, haben wir ein ganz, ganz großes rotes Minus da stehen. Kannst du bitte von der Abzugshaube das Licht Bums ausmachen? Ja, ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so komisch aussieht. Es liegt an dem Licht. Da siehst du, dann wäre das Licht hinten wär viel besser zur Geltung. Haben wir vorher getestet schon. Das ist total schade eigentlich, weil ich... Siehst du eigentlich irgendwann mal die Chance, dass diese Dunstabzugshaube ein Bestandteil des Setups ist, sozusagen auch während man streamt, oder sagst du, es geht nicht, weil...
Doch, nicht unmöglich. Weil ich finde, dass mich von der, in der gesamten Optik würde ich es viel schöner finden, wenn man sie sieht, weil es sozusagen mehr nach Küche dann noch mehr aussieht. Es würde dadurch dann deutlich untersichtiger gefilmt werden. Ne, du weißt, was passiert, wenn man untersichtig gefilmt wird. Gut, das ist ja gut. Aber ich habe halt so viel abgenommen, das ist eigentlich egal. Aber es ist nicht unmöglich. Ist halt, ist aber herausfordernd. Wie stehst du dazu? Sagst du, das ist eigentlich ein schönes Element oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Wenn das dieses eine Licht dann noch an ist hier, das Oberlicht, wollte ich gerade schon sagen. So. Kann man das mal imitieren, wie es aussehen würde? Nee, schwierig, das geht nicht. Mit der Kamera? Na, ja, ich glaube auch Optik, schwierig, ne? Ehrlich gesagt, nee. Aber man hat ja Weitwinkel. Also. Sehen, guck mal, das Ding ist halt... Ja, weil dann, wenn du so machst, finde ich, wirkt es nicht mehr so richtig. Ne? Das ist so, dann blockiert so mehr oder weniger das Bild so sehr. Ne, da. Ist halt erst irgendwo, naja, guck mal, sie ist ja erst... Sag ich mal, so, jetzt wäre sie so im Bild, dass man erkennt, worum es eigentlich geht. Dann könnte man hier das raufstellen, aber dann sind wir halt nicht mehr. Wobei, ich fühle mich so wohler, bin ich ehrlich. Ja, ich finde es auch gut. Wenn wir hier rein einen Monitor bauen würden, würde ich mich so extrem wohlfühlen. Oder wir schlagen einfach die Gläser raus und gucken immer durch. Okay. Na egal, ich wollte ja nur mal fragen, weil ich sie ganz schön immer, finde. So. Also immer, wenn wir hier am Brutzeln sind, wird es halt runtergefahren, nicht? Höher brauche ich gar nicht, ne? Nö. War ich ja schon dicker aus. Top! Gut! Doch, mach mal bitte höher, das hängt mit dem Licht zusammen. Mm. Ich nehme mir jetzt erstmal einen Pilz hier. Machst du mir auch eins auf? Ja. Ein Filzett. Alex, du auch direkt? Ja, gerne. Weil du hast heute ja schon vier, ne? Was ist das für. Ja. Was ist das für eins? Das müssen wir abkleben, Mensch. Zeig mal. Ja. Hast du mal Gaffer da? Ich hab mit Clemens vorher gesprochen. Er sagt, für jedes Mal, wenn ich Neuss Bier sage, zahlt er uns 500 Euro. Neuss? Neuss, muss ich auch sagen. Das ist ja... Hör mal ganz kurz. Neuss. Ja, oh Gott. Bin ich bescheuert, Alter. Entschuldigung. Ein bisschen Hannes. Das hör auf, dich selbst zu verletzen. Du warst jetzt lange noch krank, du bist lange noch ausgefallen. Hier unten lass einfach alles so, wie es ist. Die Tassen, die uns oben fehlen, sind hier unten im Geschirrspüler. Ey, wer aus dem Chat hat schon mal Neuss Bier getrunken? Und das ist sogar meine Schuld. Wer hat das schon mal getrunken? Hat das schon mal jemand getrunken überhaupt? Das von Clemens. Bei Julian wollte Neuss Bier, das mag Neuss. Ich. Oh. Ich war nicht richtig drauf. Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Du warst hier richtig drauf. Ey, pass mal auf. Abgesplittert. Ja, halt, pass mal auf. Original, fühl mal hier. Ja, Hannes, wirklich, ich werde dich irgendwann, wenn ich dich jetzt so dermaßen abreiben. Ich würde ein neues aufmachen. Nee, ist nichts passiert. Na, hier bei mir. Fühl doch mal hier unten drunter. Da ist so eine Kante, da fehlt doch was. Ja, was habe ich jetzt schon rausgetrunken? Ja, ich sag's ja nur, ich... Guck mal, von so einem Gag so. Ach, würde ich ja lustig sein. Verstorben. Ja, kann ich, also ohne Scheiß, ich würde, glaube ich, aus Sicherheitsgründen Neues aufmachen, weil wenn da ein Glassplitter drin ist. Oh, das schmeckt tatsächlich, ich bin kein Biertrinker, aber es schmeckt wirklich gut, ehrlich jetzt. Krass, ich habe so lange keinen Alkohol mehr getrunken, ich bin sofort blau. Das Bier meines Namens wird das schon mit 40. Ehrensache. Ah ja, guck mal, Clemens Hense schreibt, habe das Bier meines Namens fett, das schon getrunken ist, Ehrensache. Ich finde es auch sehr lecker. Ja. Mhm. Das ist ein sehr gutes Bier. Und wie gesagt, der Clemens war ja auch schon mal bei uns, hat uns gedreht. Da haben wir das erste Mal trinken dürfen. Mittlerweile kann man das wohl auch überall kaufen. Meins sogar abgelaufen, sehe ich gerade. Nein, echt? Nein, natürlich nicht. Hier, so sieht der aus. Ne? Können wir mal zeigen, hier ein Bild von Clemens. Ey, ich hätte mich tot gelacht, wenn es abgelaufen wäre. Das ist ein guter Mann. Das ist der, der immer diese Dad-Jokes macht, wisst ihr? Wo diese immer, toten Witze. Wo er immer sowas erzählt über Väter und die veralbert und so. Und dementsprechend, ja. Dementsprechend, ja. Das war ungefähr genauso. Da, ich habe gerade den Satz genauso beschissen beendet, wie wenn man den Satz startet mit, ja, wie gesagt. Nee, du hast nichts gesagt. Doch, wie gesagt. Also, aber jetzt. Ihr werdet so sammeln. Wie gesagt, wir schneiden jetzt. Wie gesagt, wir schneiden die Peperoni hier. Wie gesagt, ich habe schon mal angefangen, die zu schälen, weil ich mir dachte, bevor sie hier blöd rumliegt, kann kannst du das irgendwie von deinen Pulsadern weghalten? Ich habe Angst, dass du das auch noch hinkriegst. Nee, da habe ich ja extra diese Armband drüber. So das ist ein Pulsadern Protection Band. Protektor. Ne? Nee, jetzt mal ganz kurz. Was wolltest du gerade eigentlich? Wie wolltest du gerade eigentlich deinen Satz? Was war der? Weiß ich nicht mehr. Ich kann das sagen. Ja, aber du musst. Alter, das hat richtig weh. Was? Ich bin so mit so einem Ding. Ja, das ist. Wie wolltest du. Axel Schulz nicht. Axel Schulz Hand ist. Wenn Axel Schulz dich berührt, das fühlt sich an, als würdest du so ein.
so einen alten Felsen kloppen. Das ist ja wirklich unglaublich. Das fühlt sich an, als ob du... Jo. Aber wie habe ich den Satz gerade beendet? Wisst ihr es noch? Ich weiß nicht mehr, aber ich frage mich, was du wirklich eigentlich sagst. Du hast irgendwie so gesagt... Ja, und dann halt. So, ja, ja, ne? Halt jetzt, eben einmal. So, aber jetzt möchte ich euch Folgendes sagen. Das ist eine hohe Kunst. Ja. Du suggerierst deinem Mitmenschen, dass du in einer angeregten Unterhaltung bist und beendest den Satz mit einem völligen Bullshit und keiner checkt so. Gut, ihr habt sofort gecheckt, aber normalerweise würde ich sagen, es geht einfach unter. Ey, es kommt im nächsten Video von euch beiden online, ne? Da bin ich mal gespannt. Da müsst ihr auch so Worte. Bin ich mal gespannt. Da haut ihr euch weg. Ja. Das Video werde ich jetzt Sonntag, wird das Video kommen. Was passiert? Hat das Bild selbst gefilmt? Ja, und nochmal ganz kurz, das Video wird am Sonntag kommen. Soll ich erzählen, was worum es geht, ja, ne? Bin ja, unter uns. Also es geht darum, dass Alex und ich gegeneinander gegrillt haben. Also eine Kombination, die es so auch noch nicht gegeben hat. Und Alex hatte für dieses Event... Ich verrate noch nicht genau was, aber sagen wir mal so, es gab zwei Budgettöpfe. Er redet für dich fertig. Jetzt hat er mehr verraten, als ich beraten so, hatte. Sorry. Ich hätte sowas gesagt wie, er hatte ein deutlich größeres Handicap als Alex. Okay. Warte mal, ich will auch noch was sagen. Also es gab mehrere Budgettöpfe, der eine wenig, der andere viel. Genau. Und ihr musstet so Wörter vielleicht auch. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gab für jeden so drei Worte. Und die musst du einbringen, ohne dass der andere es merkt sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen. Warte halt, noch eine Sache. Nein. Hä, hey, krass, warte mal ganz kurz. Rolf Heidorn hat 1,49 Euro offensichtlich hier reingespendet und da steht, feiern wir den ersten Super in einem Livestream. Das bedeutet wahrscheinlich von YouTube vorgegeben. Vielen, vielen Dank. Auch das ist eine Sache, damit kennen wir uns noch nicht aus, aber als wir mit Jörn gestreamt haben, haben auch Menschen, glaube ich, Geld hier reingespendet. Mhm. Ihr müsst Folgendes wissen. Dieses Geld nehmen wir natürlich gerne. Nein, ich will sagen. Nein, ich will sagen. Ey, wirklich, Alter, ohne Scheiß. Du nimmst das Bier weg, Alter. Ich wollte was ganz anderes sagen. Wovon, Alter? Die Birne ist wie folgt. Das Geld, nehmt es lieber und steckt es bei uns in den Shop, wollte ich sagen. Nein, das ist eine Sache, oh, das ist natürlich cool und so weiter und so fort, aber wir leben in allererster Linie von unserem Online-Shop, von unseren Produkten, vom Verkauf der Produkte und so weiter. Von den Subs hier drin. Und machen das, was wir jetzt hier machen, aus reiner Freude der Unterhaltung, mit euch uns auszutauschen und so weiter. Deswegen spendet rein, lasst rein die Korken damit rein. Damit wir die Technik jedoch zahlen können und auch Alex Gehalt. Also, wäre es halt cool, wenn wir mindestens 10 Euro ja spendet. Das war vertrieblich mit das Schwächste, nein, was du gemacht hast. Ich wollte hast die Vertriebsbrille verloren. Wirklich. Aber ihr versteht doch, was ich meine. Vertrieblich eine der schwächsten Leistungen. Wenn ich gesagt hätte, auf das Geld sind wir nicht angewiesen, wäre es auch für dich Blödsinn gewesen. Ja, das stimmt. Hey, Nachteil bei YouTube-Stream ist die Werbung. Kommt hier die ganze Zeit Werbung oder was? Ja, dann musst du dir YouTube Premium kaufen, ne? Also ja, gut, dann spendet hey, ich später. Also ich hab nee, aber mal ernsthaft, kann man die Werbung... Gibt's die Werbung? Wenn hier Werbung ist, wir klicken hier nichts, ne? Wir machen hier gar nichts. Doch, ich klicke wieder auf Werbung, okay? Jetzt wieder rein. Kann man die Werbung dann sozusagen auch umgehen, indem man wie Sub bei Twitch, gibt es hier so eine Funktion oder muss man dafür wirklich dann YouTube Premium bezahlen im Monat? Na, ey, ich würde euch übrigens empfehlen, YouTube Premium über einen Windows-Rechner zu machen, weil billiger. Über Apple kostet es 15 Euro, ne? Und über Windows? Nur 4. Über Windows 11 Euro oder was? Ja, kann sein. Alter, ich hau mich weg, ne? Okay, YouTube Premium regelt. Was ein aber Stream. Krass, das wusste ich nicht. Ich habe eben bei den Stream-Einstellungen wurde ich gefragt, wie die... wie viel Werbung? Nein, ja, wie Werbung. Die Midroll. Du hast auf 100% gestellt. Da wurde ich gefragt, wie die Midroll laufen soll. Aber ich bin davon ausgegangen, zumindest, dass es sich um das Video, was dann nachher veröffentlicht wird, handelt, weil man da auch die ganzen Sachen dann wie Thumbnail und so reinhacken kann. War mir nicht klar, dass das scheinbar auch das... den Livestream mit drin. Na gut, bei Midroll ist ja so, es kommt ja mittig des Streams. Ja, das können ja, die ja nur aber nicht und wissen. Und das bestimmen ja jetzt, wann für die jetzt Mitte. Aktuell die Mitte ist. Ja, okay. Das heißt, also kommt die ganze Zeit Werbung. Ja. Aber ganz kurz, was passiert, wenn ihr im Chat die ganze Zeit dieses Herz drückt? Ich glaube, das ist für einen Algorithmus gut, oder? Ich weiß es aber nicht. Was ist das Herz? Ja, dann kann man so Herzen hier reinballern, oder? Also einfach ich sehe so ein Like. Pascal hat es auch geschafft, hier dabei zu sein. Ja, Pascal.
Schön, dass du da bist. Hier ist auch eine ganz freche Frage. Kocht ihr noch oder habt ihr es vergessen? Wir sind doch schon dabei. Guck mal, da kommen die Herzen rein, Alter. Guck mal, da kommen sie rein. Ich sehe es nicht. Achso, ihr seht das nicht? Nee, wir sehen das hier. OBS. Aber ich möchte auch noch was sagen. Dieses Format hier, ne? Da geht es nicht um Schnelligkeit. Das wisst ihr alle. Also alle, die regelmäßig gucken. Hier geht es um Technik. Genau. Entertainment. Hier geht es darum, dass wir wirklich viel mit euch schnacken können. Also nutzt den Chat auch, weil ihr müsst, glaube ich, auch einen Account haben. Sonst könnt ihr auch gar nicht, obwohl ohne Zug-Account. Ohne YouTube geht auch. Ohne Zugucken könnt ihr auch einen Account haben. Naja, gut. Haben wir das auch. Nein, ohne YouTube-Account geht es nicht. Das neueste Bier hat 98% Alkohol. Das ist eine Fehlproduktion. Ey, wirklich, ist ja unglaublich. Was ist denn los? Ja, weil ich aufgeregt bin. Das erste Mal auf YouTube. Oder hast du heute noch den Alge-Kalender leer gemacht? Ich frage für einen Freund. Ich habe schon mal ein paar Fenster vorher aufgemacht. Nein, ich wollte das, was wollte ich nur überhaupt sagen? Das fragen wir uns. Dass ihr den Chat nutzen sollt. Wenn ihr mehr reinschreibt, können wir mehr Fragen beantworten. Dadurch wird das ganze Format interaktiver und viel schöner anzuschauen. Also nutzt verdammt nochmal den Chat. Wie schon gesagt, Hannes hat dort das... Hähnchen hingelegt. Genau, wie schon gesagt. Wie schon gesagt, habe ich das Hähnchen auch schon ein bisschen pariert. Aber wie eben auch schon angemerkt, was ist denn das für ein... Achso, muss man drücken. Cool. Wie auch schon angemerkt, natürlich werden wir da gleich noch weiter dran arbeiten an dem Huhn. Ich muss gerade daran denken, dass dieses Video einfach als YouTube-Video für immer online bleibt. Oh Gott, das wäre ganz schlimm, ey. Doch, toll. 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 Weißt du, was ich übrigens mal sagen wollte? Wo wir bei Satz beenden eines Satzes waren. Ich hab nicht, aber ich hab nichts gesagt. Bei den Gag wollte ich lassen. Nee, es war da nicht der Gag, der kam ganz spontan. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich persönlich für mein Empfinden, für dich ist ja das Schlimmste, wenn einer einen Satz beginnt mit wie schon gesagt, aber er hat es noch nicht gesagt. Und ich finde, eine der schlimmsten Angewohnheiten, es gibt zwei Wörter, die ganz schlimm sind. Einmal, wenn jedes zweite Wort tatsächlich ist. Weil oftmals heißt es sowas wie, ich heiße Julian tatsächlich. So, wo ich mir denke, krass, hat mich jetzt, war jetzt nicht so überraschend irgendwie oder so abgefahren aufregend. Und ganz schlimm ist das Satzende genau. Ja, ich schneide jetzt eine Zwiebel, genau. Das ist aber eine Angewohnheit, die ganz viele Menschen mit dabei haben. Ich auch. Du auch, manchmal, aber ganz wenig. Also lieber Chat, entweder ihr schreibt jetzt all eure Fragen hier rein und genau, wir gucken jetzt erstmal weiter zu, wie die Möhrchen geschrieben werden. Tatsächlich. Tatsächlich. Also, nein, aber hast du nicht verstanden, eigentlich eine Entweder-Oder-Frage, ja. Aber nur das Entweder sagen. Ja. Entweder ihr schreibt in den Chat rein. Genau. Gut, dann machen wir weiter jetzt. Also gucken wir hier zu. Also hier habe ich tatsächlich Hähnchenbrust liegen. Aber ein Highlight. Da steht's, ja, stimmt. Dirk Völlmecke hat völlig recht. Ich warte hier auf Twitch. Wir müssen was an eurer Homepage machen. Hast du vollkommen recht. Ist alles in Arbeit. Ja. Auch das sind Sachen, die in Zukunft anders laufen. Das Problem ist, wir haben bis vor kurzem selbst geglaubt, dass jemand über die Website auf unseren Stream kommt. Und jetzt, du bist jetzt quasi. Ja. Wie sagt man? Ich mach das mal weiter. Das beweist schon. Ich sehe die YouTube-Kommentare, wie oft YouTube-Kommentare ich schon gelesen habe, wo steht, die haben doch getankt, die Jungs. Die haben doch vorher getankt. Ja. Das wird auf jeden Fall hier diesmal auch sein. Ich schwöre es, wir haben keinen Tropfen Alkohol getrunken, haben das bisschen erst nur, aber wir haben immer sehr gute Laune. Und das ist eine da seht ihr, wie Julian... Ja, Pascal geht tatsächlich auch. Das ist der Grund, warum wir auch so erfolgreich sind, weil wir sehr gut gelaunt sind. Hä, hey, aber ohne Scheiß, es gibt ganz, ganz selten, das habe ich auch schon im Podcast ein paar Mal erzählt, glaube ich. Ganz selten nüchtern. Mir persönlich geht es tatsächlich so, dass ich tatsächlich, genau. Ich habe wirklich ganz, ganz selten... Wie kann man sich diesen Zwiebeln nur angucken? Gar nicht, ich würde heulen am Boden liegen, wenn ich den gucke. Zwiebeln musst du löschen danach. Ich würde heulen am Boden liegen. Ich habe ganz selten einen Tag, wo ich aufwache und nicht müde bin, das stimmt, aber auch, wo ich aufwache und mir denke, oh, ich habe gar keinen Bock heute. Ich wache eigentlich grundsätzlich mit einer guten Laune auf und freue mich auf den Tag irgendwie, so, obwohl ich auch immer müde bin, wenn ich aufwache. Aber ich habe eigentlich nie dieses... Es gibt ja Menschen, die wachen auf und sagen dann schon, nee, bin heute mit dem falschen Fuß zuerst, aber heute ist alles kacke so und haben schlechte Laune. Das kenne ich gar nicht so. Und ich würde es auch schlimm finden, wenn es so wäre, weil dann wäre mein Tag schon von der Sekunde 1, in der ich sozusagen wach bin, wäre mein Tag schon versaut. Dann könnte ich auch direkt liegen bleiben und sagen, ich hau mir jetzt irgendeine Schlaftablette rein, gute Reise und schlaf weiter. Und wache dann hoffentlich auf mit guter Laune. Hansi, das verbindet uns. Ja, oder? In Hannover schneit es das ganze Jahr. Nee, stimmt nicht, aber es hat jetzt letzte Woche hier sehr viel
Schnee, lag noch sehr viel Schnee. Aber ich glaube, der ist jetzt komplett auf weggetaut schon, ne? Ja, ja. Also ist auch wir grad, haben die Reste ja auch gut rausgekriegt aus dem 10 Grad hier. Und im Sommer zum Beispiel hatten wir hier noch nie Schnee. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Es gibt aber Sommerrodelbahnen in der Ecke hier, so Richtung Harz, ne? Das gibt's schon. Und im Snowdome, das stimmt, Bisping, da liegt ganzjährig Schnee. Und bei Jörn halt. Scheiße. Bei Jörn, ja. Er hat's ja gerade geschrieben, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber Jörn wieder. In Rheinhessen war ich. Jörn, doch, Rheinhessen. Einmal waren wir bei Jörn, da lag aber auch kein Schnee, also hat er gelogen, ist Quatsch. Jörn. Wir haben so am Boden gelegen, wo Jörn hier war. Und da hat jemand in den Chat reingeschrieben. Viele Grüße an Jörg. Jörg aus Rheinhessen. Ich habe einen Screenshot von dem Video mit Jörn gemacht. Da stand irgendwas mit gute Kombination aus euch und Björn. Musste ich auch lachen. Kann man auch schon mal verwechseln. Timmy, schön, dass du auch hier bist. Sven Bremen schreibt, moin moin Volks und schöne Grüße aus Bermann. Liebe Grüße nach Bermann. Den Stream müssen wir wirklich aufstellen. Ich höre, wir haben keinen Alkohol getrunken. Wir haben einfach richtig gute Laune heute. Das Video mit dem Spezi-Metzger demnächst, ne? Ja, pass auf, dazu kann ich was sagen. Ich hab's gelöscht, nein. Ey, warum hast du die eigentlich so geschnitten und nicht in Längsstraße? Weil ich das wollte mal. Aber in Nudeln drin ist doch länglich viel geil. Quatsch, Bullshit. Da drauf. Hast du recht. Was Bullshit. Das genau. Wer sagt denn immer, dass man das ja, will? Tatsächlich, genau. So wie schon gesagt. Nee, Video mit dem Spezi-Metzger kommt wahrscheinlich zwischen den Feiertagen so ein bisschen in der Range. Weil wenn wir es am 24. veröffentlichen würden, was der eigentliche Veröffentlichungstag bei uns wäre, glauben wir, dass zu viele Menschen mit Weihnachten beschäftigt sind. Das heißt, irgendwie zwischen den Feiertagen wird das kommen. Aber es kommt morgen ein Video bei uns auf dem Kanal. Nee, kommt das nicht? Nee, kommt nicht. Nein, ich lache nur, ich lache nur, weil du über mich anguckst. Das sieht halt immer so witzig aus, weil du genau an der Kamera vorbeiguckst. Achso, also. Es gab schon so viele Situationen, wo ich auch in Streams, wo ich mich so extra so hinter die Kamera gestellt habe, damit du mal in die Kamera guckst. Und dadurch, dass ich jetzt sitze, guckst du immer nach unten. Medienprofi. Okay, warte mal, folgendes. Das könnt ihr jetzt mal mitbestimmen. Bestimme alles. Wird das Pizza-Video morgen kommen? Weil theoretisch kann das auch morgen kommen. Da werdet ihr euch wegschmeißen. Wollten wir das nicht am Heiligabend bringen? Ich dachte, wir wollten keine außer der Reihe mehr bringen. Ja, stimmt, dann auch. Ja, okay, alles gut, dann kommt Heiligabend. Also passt mal also auf, liebe Leute, es kommt irgendwann demnächst das Video mit dem Spezi-Metzger. Das war die abgekürzte Version. Ja, aber ich will sagen, dass diesen Sonntag kommt bereits der Podcast. Der geht live. Ah, ja. Bedeutet, okay, wenn ihr also reinhören wollt, das machen ja viele schon mal, hören schon mal rein, entscheiden dann, das Video danach noch zu gucken. Das geht jetzt am Sonntag los. Und das Video wird dieses Jahr noch kommen. So. Cool. Aber es gibt auch noch ein Video zum perfekten Pizzateig. Das wird auch dieses Jahr noch kommen. Wahrscheinlich dann so Richtung Weihnachten. Guckt euch das an. Ihr haut euch komplett weg, weil es ist in einem Livestream entstanden. Und ihr werdet merken, dass ich am Anfang noch nicht so ganz da bin, weil ich halt den Stream und den Chat begutachte. Und ihr haut euch weg. Wir haben, also Elle und ich haben den einen Tag so laut gelacht. Elle hat Magenkrämpfe gehabt, er konnte nicht mehr. Wir haben am Boden, ich habe wirklich am Boden gelegen und mich gekrümmt. Ich konnte nicht mehr. War das, wo er danach Magen-Darm hatte? Mit den Magenkrämpfen, meine ich. Ja, das war das. Elle hat die ganze Zeit gesagt, hör auf zu lachen, ich habe Magenkrämpfe. Ja, genau. Ich finde es gar nicht lustig, bitte ruf mir Krankenwagen. Julian hat nur gelacht. Julian hat weiter gelacht. Gesagt, er hat gesagt, ich habe auch Magenkrämpfe. Du hattest das witzig, hat er gesagt. Habe ich jetzt auch. Okay, ja, war so halb lustig. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass das auch noch kommt und da haut euch wirklich weg. Das wird sehr lustig. Ich habe auch derweil mal eine Frage. Wenn man weiß, dass es ein Stream ist, ist es nicht mehr ganz lustig. Aber wenn man es weiß, dann hast du jetzt den Gag zumindest vorweg. Gerade wenn man es weiß, ist eigentlich auch. Ja, da guckt man noch mal anders hin. Also ihr werdet das schon verstehen. Aber da wird es Kommentare hageln ohne Ende von Leuten, die mir sagen, wie blöd ist der denn? Das wird auf jeden Fall so kommen. Was ist er für ein eingebildetes Arschloch? Ja, genau. Sowas. Entschuldigung, so darf man bei YouTube, glaube ich, nicht sagen, ne? Wird alles mal weg. Nee, hier bei YouTube ist das ein bisschen anders. Ja, wirklich, wird immer weggepiept, ne? Ja. Original, ey. Habe ich gerade die Monetarisierung versaut, schade. Aber solange es keiner meldet, ist alles gut. Jetzt hast du es versaut. Freunde der Sonne, was wollte ich sagen? Habt ihr eine Idee? Anders. Pilze putzen. Ganz schwieriges Thema für mich. Pfifferlinge zum Beispiel. Ganz schwierig. Wie putzt ihr Pilze? Zahnbürste. Wirklich, ne? Ja. Habe ich zu Hause auch für Pfifferlinge und so dann benutzt.
super nervig und anstrengend. Es gibt ja auch Leute, die sie einfach waschen. Aber waschen soll man sie ja nicht, wegen, weil sie dann so wässern und so. Und die sind ja eh irgendwie 90% Wasser. Ich habe jetzt einfach hier mit dem Küchentuch ein bisschen die Punkte runter gemacht. Aber bei diesen Shiitake-Pizzen war es noch nicht viel rechts dran, sag ich mal. Pinsel. Ja, okay. Mit einer Bartbürste. Original mit einer Bartbürste, auch nicht schlecht. Normal, noch eine normale Zwiebel, Hannes? Vielleicht so eine noch für den Geschmack? Ja, Zwiebel. Mhm. Ich guck mal, ich habe die Boxen wieder eingeführt hier. Die ja, total. Wieder gut. Eingeführt. Die sehr Box. Gut. So, ja. Denk dran, hier dürfen wir nicht alles sagen. Zwiebel, bitteschön. Machst du die dann auch in so größere Dinge? Also, Halbringe? Nee, pass auf. Beim Chinesen, wenn ich Bratnudeln esse, sind da meistens. Quasi, ja, ich weiß, du ziehst du die einzelne Lamelle ab, die einzelne Schicht, und da schneidest du ein Stückchen raus. Aber kannst auch klein schneiden, wie du willst. So, jetzt kurz ein paar Fragen aus dem Chat. Also gut, Bürste oder Pinsel lese ich hier, dann habe ich zumindest nicht alles falsch gemacht. Ich hatte aber eben irgendwas, wann kommt der aktuell, das hatte ich nicht. Achso, hier, interessante Frage von Markus Jönig. Was habt ihr an Plänen fürs nächste Jahr, die ihr jetzt schon erzählen könnt? Mhm. Boah, ehrlich gesagt, gar keine so richtig. Also wir haben ein paar Pläne, die aber auch wieder Ausgaben von Geld bedeuten, Investitionspläne, sage ich mal, für verschiedene Sachen, die für euch cool sind. Die müssen wir allerdings dann erstmal nochmal durchgehen, ob wir die so umsetzen können und wollen oder ob das nicht drin ist, wie auch immer. Also so Standarddinger, die man als Unternehmen ja auch irgendwo jedes Jahr hat. Aber jetzt so Pläne im Sinne von besonderen Drehs oder Special-Dingern. Ja. Erzähl mal ein paar. Also im Januar kommen Toni Hohlfeld. Und Mona, ne? Und Mona zu uns. Toni ist Zwei-Sterne-Koch. Mona ist Chef-Sommelierin. Sommelierse, wie sie selber sagt. Sommelierse, genau. So. Nehmen wir auch wieder einen Podcast mit ihr auf, weil der dauert 2,5, 3 Stunden, ne? Und ist immer sehr witzig, auf jeden Fall. Dann weiß ich, dass der liebe Tim zu uns kommen wird. Tim vom Kanal Brot mit Ei. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, weiß ich nicht genau. Also Tim ist vor allen Dingen eher auf Instagram und TikTok sehr aktiv. Er ist auch Koch, weiß also, wovon er redet, ging er zu uns. Und wir werden da, glaube ich, auch was Cooles aufnehmen für ihn, also für seinen Kanal und für unseren Kanal. Axel wird kommen. Das sind alles so Sachen, die jetzt im Januar passieren. Axel also. Schulz, genau. Mutz, Axel, ne? Und der kommt wirklich oder sagt er kurzfristig ab? Nee, der kommt. Wenn Axel sagt, kommt, dann ist eigentlich... In der Regel ist er da, ja. So, das ist sehr zu gut. Nee, hätte ja sein können, dass er doch nicht kommt. Also da werden wir auch mit ihm gemeinsam hier kochen. Ja. Und dann auch daraus einen Podcast machen. Das wird richtig geil, ja. Weil der Typ ist einfach eine Legende. Da werden sehr viel. Also wenn ich mit ihm telefoniere, haue ich mich jedes Mal weg, weil so viel durchbeleidigt in 2 Minuten. Axel ist bester Mann. Also können wir auf jeden Fall nicht streamen. Ja, also mit Axel ist doch immer witzig. Der erzählt immer einen Gag. Ist das nicht original? Das Axel ist immer witzig. Dann stellst du dich neben die Fernbedienung, wenn es undicht ist. Ja. Und dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben selber noch 2, 3 Termine im Januar. Darüber werden wir natürlich jetzt hier nicht sprechen können. Das sind unternehmerische Sachen. Aber die sind für uns durchaus sehr relevant im zweiten. Ja, naja, ich habe ja jetzt auch extra nichts weiter gesagt, weil das ja alles Themen sind, die wir noch gar nicht wissen, ob die kommen und wie auch immer. Über ungelegte Eier spricht man ja auch nicht. Euch nicht so viele ungelegte Eier dann erzählen und dann fragt der Mann, ist er nicht so weit? Wir sagen, ach nee, doch nicht, war nicht drin oder was auch immer. Aber wir haben, kann man schon sagen, 2, 3 Sachen so überlegt, die werden, wenn sie denn so kommen würden, ziemlich krass. Ja. Ich lese gerade, im April ist Jörn auch wieder da, hat er sich schon eingeladen. Gerne. Super, Jörn ist im April wieder hier. Gerne. Also es werden auf jeden Fall viele Leute wieder treffen. Ich denke, auch im nächsten Jahr werden wir auch vielleicht wieder Leute treffen, die wir noch gar nicht kennen, wovon wir jetzt noch nichts wissen. Und es wird bestimmt auch wieder irgendeine coole Kooperation geben, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen, weil da noch gar keine Gespräche oder irgendeine Anfrage kam. Aber jetzt so krassere Nummern irgendwie haben wir nicht geplant, dass wir, was weiß ich, wir fliegen irgendwo hin und machen irgendein krasses Zeug. Also haben wir jetzt nicht geplant. Wobei, selbst das... Ja, ist nicht getrunken. Also es gibt durchaus Gespräche, ist aber auch alles noch nicht viel. Ja, ja. Deswegen, ja, wir. Ja, würde ich da. Die guten alten ungelegten Eier. Ja, ja. Ja, deswegen sagen wir, haben, so. Wir haben nichts weiter bislang. Ne? Wie schon gesagt. Wie schon gesagt, werde ich jetzt aber mal schnell den Backteig anfangen, weil wir wollen ja gebackenes Huhn machen, also Bratnudeln mit Hähnchen.
Kann man auch dann mit Hähnchen ohne Backteig machen, dann ist das so eine Nudel drin. Ich persönlich mag aber die Backteig-Variante. Alex weiß, ich mag die auch sehr gerne und Julian auch. Ich habe hier 200 Gramm Mehl. Die packe ich hier rein. Dann habe ich, ich habe hier noch ein Gramm Speisestärke. Wie viel Gramm genau? Sind genau ein Gramm. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ach so, ein Gramm. Hä, ich habe es doch wohl gehört. Also es ist Speisestärke. Was? Mensch, ich weiß es aus dem Kopf nicht. Ich das Grüße aus Braunschweig. Das Rezept, was ich hier mache, habe ich geklaut aus dem Internet ganz dreist und behaupte jetzt aber hier ganz offiziell, das habe ich mir ausgedacht. Das ist mein asiatisches Backteigrezept. Hier kommt noch Backpulver rein, damit das so schön luftig wird. Gibst du mir bitte einen Schneebesen? Aber gerne. Weißt du eigentlich schon, dass unsere Schubladen jetzt so aufgeräumt sind, dass ich sofort weiß, natürlich, dass ich habe es ja mit dir gemacht. Und darüber hinaus, unsere Wenn-Dann-Da-Schublade. Ist jetzt aufgeräumt. So aufgeräumt, dass man einfach reingucken könnte und es alles ist okay. Es ist okay. Es tut gleichmäßig weh. Schönes Bild, ja. Top, ja, fand ich auch. So, hier gebe ich jetzt Milch rein, auf jeden Fall, die trockenen Zutaten und ein bisschen Öl. Sonnenblumenöl, was auch immer ihr da habt. Und das vermische ich jetzt. 200 Milliliter Milch. Für alle, die gerade mitmachen, meinst du? Ja, nein, aber für alle, die das Video dann sehen, weißt du? Soll ich das Hühnchen schon mal schneiden? Ja, kannst du machen. Gebe ich dir rüber. Hast du da welche Präferenzen? Ja, original habe ich die. Und zwar, wer das kennt, Huhn im Backteig vom Chinesen, der weiß, das ist immer relativ dünn. Und um das so zu machen, müsstest du es im Prinzip längs halbieren, damit wir schöne, so, dünne Scheiben haben. So rum. Einmal so durchschneiden, dass du das dann also so... aufklappen und dann... Aber komplett durchschneiden, ne? Ja, und dann aber in Scheiben. Nee, auch nicht in Scheiben. Beim Chinesen, wenn du Huhn im Backteig, zumindest in Deutschland, bei einem deutschen Chinesen... Einfach aufgeklappt und dann im Ganzen zubereitet. Genau, da kommt ein Backteig und dann kommt das ins Fett und dann machen die das, dann schneiden die das auf. Hä, wie, du kennst das nicht? Nee, das kenne ich nicht. Du kennst, was kennst du denn? Chicken Nuggets. Chicken Teriyaki. Boah, das ist schon... Man kann also zusammenfassen, in einem Jahr wird wieder vieles gewesen sein. Das ist korrekt. Ja, das ist aber auch wirklich so eine Geschichte, sag ich mal. So? Ja, auseinanderschneiden, richtig, ne? Voneinander trennen. Ach so. Das wird komplett voneinander getrennt. Du machst aus einer Brust sozusagen zwei. Ja, wunderbar. Mhm. Das ist dann dünn? Ja, das ist immer noch dick, weil das halt so ein extrem dickes... Soll ich es klopfen noch? War. Ey, könnten wir auch mal. Mir egal. Ja, wollen wir? Kannst du ein bisschen breit klopfen. Kann man doch klopfen, oder nicht? Schlechter wird es. Ja, hau rauf. Du willst doch nur, komm, ich weiß noch, was du vorhast. Du willst doch nur unseren neuen Fleischklopfer präsentieren. Natürlich haben wir einen Fleischklopfer. Haben wir gleich besorgt. Nach der Blamage letzte Woche ohne Fleischklopfer haben wir jetzt selbstverständlich einen Fleischklopfer. Hier, so soll der Backteig übrigens aussehen, ne? So zähflüssig. Bei uns ist es wirklich original so, dass wir gar nicht so viel planen und planen können im Sinne von, das wird nächstes Jahr passieren. Also wir wissen nicht so wie vielleicht eine normale Firma, ja, nächstes Jahr wird das, das und das passieren und dann ist das Jahr erledigt. Das wissen wir nicht, weil halt immer alles spontan kommt. Das hat das Social Media Business so an sich. Das hat irgendwie von heute auf morgen gibt es irgendeine coole Anfrage. Man denkt drüber nach, man unterhält sich, irgendein anderer Influencer oder Social-Media-Mensch kommt auf uns zu und sagt, Mensch, wollen wir nicht irgendwie mal uns treffen? Und dann entstehen Gespräche, vielleicht hat man gemeinsame Ideen und wie auch immer. Ne? So entsteht eins aus dem anderen. Oder? Kann man so ja. Genau hätte fahren müssen. Ja, und was wir auf jeden Fall aber sagen können und hoffen ist, dass wir unser Team hier erweitern werden im nächsten Jahr. In Form von weiteren Mitarbeitern, im besten Fall Unterstützung noch im Schnitt, in der ganzen Content Creation. Wir haben jetzt auch einen Vortrag halten dürfen an einer Schule hier in Hannover oder Unischule hier. Es ist irgendwie beides. Die machen sowohl Schulsachen. Da haben wir noch die Hoffnung, dass da sich auch junge Menschen bei uns melden werden. Ey, geil. Durch den Fleischklopfer ist unser eigenes Rezept. Viel besser so, ne? Jetzt wie mit dem Schnitzel. Ja, aber ist doch geil. Ja? Das wird total. Wir gehen übrigens gleich auch noch raus an Wok. Vorhin kam die Frage, wie wir das zubereiten, das Gemüse und die Nudeln.
ihr noch an Bock? Apropos, wollen wir die mal anfangen vorzukochen? Weil so brauchen wir sie nicht Bock machen. Ja, kannst du auch nachher machen. Hm? Kannst du später noch machen. Na, dann können die ein Stück weit noch runterkühlen. Sind nicht heiß. Hab ich gedacht. Nach dem Panieren und nach dem Kochen noch mal klopfen. Wunderbar. Nice. Sieht gut aus. Wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist wirklich gut. Frühlingszwiebeln. Schieb das einmal rüber, den Vogel hier. Oh, der ist ja richtig gut hier. Tipptopp. Der ist klasse. Fleischklopper. Gut, egal. Jedenfalls, das ist noch eine Hoffnung, dass hier ein paar Leute dazukommen. Und wir entsprechend, wenn das nämlich passieren sollte, auch noch mal für euch natürlich einen anderen Output liefern können. Ne? Mhm. Ich mache an die Nudeln kein Salz dran, ne? Weil wegen Soja nee, das dran und so. Hast du recht. Where you right at, there you right at. Ja, mit dem Fleischklopfer bin ich ganz stolz, dass wir den so schnell gleich organisiert haben. Weil ja. Normalerweise sagen wir sowas und machen es dann. Genau, aber wir haben original den Tag nach dem Stream hier unten geguckt, am Abend dann irgendwie oder nachmittags geguckt, was fehlt, was können wir umräumen. Wir haben letzte Woche richtig viel umgeräumt. Wir haben drüben aufgeräumt, Müll weggebracht, wir haben hier aufgeräumt, Müll weggebracht und so weiter. Wir waren echt produktiv. Haben echt mal wirklich was gemacht. Den kann ich, soll ich den auch langsam vorheizen? Nee, ne? Das ist egal, oder? Na, normalerweise auch nicht, logischerweise. Aber der ist eh schon hin. Was soll's? Ich kann euch sagen, ich habe jetzt zu Hause neue Töpfe. Das ist so geil. So unglaublich. Gute Töpfe sind echt gut. Gute Töpfe sind echt gut. Sag euch aber nicht, welche es sind. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen. Weil die sind gerade, haben mich auch wieder angeschrieben und gesagt, können wir nicht eine Kooperation machen? Ich sage, Jungs, klar. Roomman, warum denn heute auf YouTube? Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf Twitch streamen, sondern hier sein. Weil wir hier weniger Zuschauer haben. Weil wir hier weniger Zuschauer haben, deswegen streamen wir hier, um dieses Gefühl zu haben, uns eine Zuschauerschaft wieder aufzubauen. Nein, aber wir haben vorhin entschieden, dass wir erstmal ein bisschen mehr auf YouTube streamen werden. Aus verschiedensten Gründen, die habe ich vorhin einmal angerissen. Was war dabei? Technik. Twitch ist schwierig. Twitch ist schwierig, so. Wir haben halt Beef damit, mit der Chefetage. Also. Guck mal, da ist doch Clemens. Hau weg den Hopfentee. Ja, klar. So, Mario Barth guckt auch mit. Ah, nee, Martin Barth. Na, Martin, ja, würde ich sagen, ja. Hau's lieber hier rein. Martin. Nee, aber Clemens, schön, dass du da bist. Du siehst, ja, bestes Play. Clemens, du kannst jetzt entscheiden. 10 Euro Donation oder abkleben. Genau. Achtung, ich guck noch mal. Ja, also wir haben... Neues. Ich bin dann so vorsichtig mit, weil wir es natürlich auch nicht garantieren können, dass wir jetzt nur noch auf YouTube streamen, gar nicht auf Twitch. So, wir sind da, wie gesagt, auch immer relativ... Wie gesagt, habe ich vorhin gesagt. Ja, wirklich vorhin gesagt. Relativ spontan in Entscheidung. Aber aktuell ist es der Stand so, dass Twitch als Plattform für uns, wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, das Gegenteil von dem getan hat oder geworden ist, was wir uns erhofft haben, nämlich dass Twitch selber sagt, Mensch, nur Gaming und nur Reactions ist doof, vielleicht ist Kochen auch cool und wir fördern das ein bisschen. Das wurde bislang nicht getan, stattdessen wurde Content gefördert, wo man auf dem Bett sitzt und ein bisschen mit dem Popo wackelt. Und deswegen sind wir jetzt gerade hier. So, das ist die Schnellzusammenfassung. Die ist die richtige Entscheidung, hier ist doch auch super. Ja. Clemens, selten habe ich so aktiv in unserem Chat gesehen. Wirklich. Clemens, ihr müsst mal gucken, Clemens hat unter den letzten 15 Videos immer einen Kommentar geschrieben. Bei uns. Bei uns, ja. Ja, weil er aktiv ist. Ja, der ist sehr aktiv. Weil er uns mag und supporten will. Ja, so ist er. Support. Das ist richtig krass. Das ist er. Das ist mein Junge. Haben wir einen Deckel für den? Und wenn ich sage Clemens, dann meine ich Clemens Hensel. Der hier auch im Chat aktiv ist. Aber ich sag euch, als Clemens Brock bei uns war, haben wir Rippchen gemacht. Und ich behaupte bis heute, dass die sehr, sehr geil waren. Und du bist natürlich auch jederzeit herzlich wieder eingeladen, dass wir das nochmal nachholen. Und ich glaube auch, dass wir im Frühjahr uns nochmal sehen werden. Und dann geht das ab. Machen wir mal ein paar richtig geile Sachen zusammen.
Clemens Hensel schreibt sehr gut. Sehr gut. Ja, ist das so? Ja. Wenn ich Clemens Hensel jetzt nicht unter jedem Video finde, dann ist ja am Achterbahn. Dann werden hier die Bands rausgeschmissen. Dann weht ja ein ganz anderer Wind. Hast du schon die Frage, von welcher Marke das Kochbeil ist, beantwortet? Ja, die ist von der Marke, kann ich mal zeigen, können wir es erkennen. Die ist von der Marke Sizzle Brothers. Grill, Cut, Eat, Repeat ist da drauf. Ne? Top Produkt. Nee, ist ein Messer von uns. In der Zusammenarbeit mit der Firma Dick. Ja, es ist ein Dick-Messer. Die sponsern auch Alex. Alter, war das gut. Ja, mich auch. Dich auch übrigens. Mich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass das T-Shirt eingelaufen ist. Guck mal, wie das schon wieder absteht. Ja, das steht ab, ne? Das ist auch wirklich so. Wenn T-Shirts einlaufen, dann stehen die ab. Aber ohne Scheiß, das ist wirklich eingelaufen. Das war so ein 10-Euro-Shirt. Ja, ja. Und das war vorher, ging das mal bis hier, jetzt nur noch bis hier. Ja, ja. Schade. Wieder billig gekauft. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, die gibt es auch bei uns im Onlineshop, ja. Auch, also wir haben Kochmesser, wir haben das Beil. Wir haben den haben wir Ausbeinmesser. Auch? Haben genau. Wir das, ja? Ja. Weiß ich gar nicht. Und einmal das Kochmesser mit Riefen drin, damit nicht alles dran hängen bleibt. Santoku. Ich persönlich bin aber der größte Fan bin ich vom Kochmesser. Ja. Ich habe mit dem Beil jetzt auch mal wieder probiert, aber mit dem Kochmesser komme ich persönlich irgendwie am besten klar. Das Beil ist aber natürlich cool, wenn du so zu Hause was machst und dann hast du irgendwie alles auf dem Brett drauf, willst es aufnehmen, kannst du runtergehen, zack, reinschaufeln und so. Ich glaube, das Beil ist eine reine Gewöhnungssache, aber es gibt auch verschiedene Typen Menschen, das wussten viele nicht, kann ich aber jetzt so sagen, habe ich herausgefunden. Und es gibt nämlich den einen Menschen, der sagt, bei mir muss das Messer so leicht wie möglich sein. Und es gibt den Typen Mensch, der sagt, das muss ein gewisses Gewicht haben und perfekt in der Hand liegen und so weiter. Und für alle, die sagen, das Messer darf was wiegen, damit ich da präziser mit arbeiten kann, für all die ist das Beil auf jeden Fall perfekt und man kann das auch verschieden halten irgendwie. Und dann wird man da relativ schnell auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben. Wie hältst du das Messer? Das Messer halte ich in der Regel so und mache halt so. Ich shoppe das so. Ja, okay. Nee, wie hältst du Messer? Kommt drauf an, was ich schneiden will. Wenn du irgendwas schneiden willst. So zum Beispiel. Seht ihr? Oder so. Da zum Beispiel. So. Ja, so ist richtig. Nein, es gibt kein richtig. Doch, da beim Messer schon. Nein. Doch. Also ich garantiere dir, du fragst 10 verschiedene Sterneköche oder Profiköche und jeder hat eine andere Haltetechnik. Es gibt kein richtig. Es gibt auch durchaus gute Köche, die das Messer so halten würden oder so. Aber also bei der Sterneküche würde ich mich, festlegen und sagen, wenn du 10 fragst, haben 9 das Messer so gehalten. Würde ich absolut gegensprechen. Hundertprozentig. Fragen wir Toni. Ja, ist halt einer, ne? Aber ich bin gespannt. Ja, aber er wird dazu eine Meinung haben. Ja, mit Sicherheit. Da wird jeder eine Meinung zu haben. Ich sagte warum, weil ich nämlich das letztens wieder hatte, dass mir jemand erklärt hat, dass man das Messer so nicht hält. Dann habe ich angefangen, mich daran zu gewöhnen, das so zu halten, also mit den Fingern vorne und dem Finger hier hinten dran. Und habe festgestellt, ich kann wesentlich besser schneiden. Ja, du hast ja so. Dann habe ich den jungen Koch nochmal ausgegraben, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis da drauf. Und in jeder Kochlehre lernst du das Messer so. So hast du ja automatisch mehr Gefühl, weil du auch an der Klinge bist. Ne? Aber viel besser. Es ist eine extreme Umgewöhnung, aber es ist viel, viel geiler. Ich würde sagen, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ja, in dem persönlichen Bereich nicht, aber ich sage dir, in der Sterneküche werden dir genug sagen, so hält kein Mensch Messer. Ja, so sowieso nicht, ne? Aber so kannst du schon machen, mit dem Daumen geführt oder mit dem Zeigefinger geführt. Machen auf jeden Fall auch sehr viel. Siehst du auch, wenn du Fernsehen mal guckst, siehst du es auch durchaus häufiger. Er guckt noch schon lineares Fernsehen. Also jetzt hört es aber auf. Ja. Aber das ist am Ende auch persönlicher Geschmack und wie man klarkommt. Unterhaltsam. Ja. Ja. Genau, das ist noch eine zusätzliche Sache. Hannes hat sich bereits eine Fingerkuppe abgeschnitten. Das heißt, es spricht nicht für ihn, was Die Schneidetechnik angeht. Oh, Junge. Ey, aber ohne Scheiß, Nudeln kochen ist drauf. Mitunter kann Nudeln kochen echt eine Herausforderung sein. Ja, das sag ich dir. Alter. Mensch, ist ja gut jetzt. Wir haben es jetzt gehört, lieber Herr Hartje. Das macht meiner zu Hause zum Beispiel nicht. Der läuft einfach weiter und ich kann ihn auch noch verstellen. Aber du hast normale so eine Ceranfeld, ne? Ja, genau. Ja, ich habe keine Induktion zu Hause. Ich habe normales Ceranfeld. Da ist auch nichts mit Touch oder so. Ich habe so Drehdinger. Ja, da drehe ich dran, dann ist der an. Der ist ja auch nicht schlimm. Ja, eben.
Ist auch nicht, das kann jedem mal passieren. Ist, ja. Du? Ist so. So. Ja, es gibt heute auf jeden Fall Hähnchen. Hannes wird das gleich wahrscheinlich noch panieren oder so immer. Ne? Da, wie war es? Backteigen? Backteigen, ja. Das machen wir. Und dann frittieren wir es im Wok? Nee, das machen wir hier. Der Wok ist viel zu heiß, oder meinst du? Das geht so voll gut. Es wird richtig gut funktionieren. Meinst du, dass du so runterstellen kannst, dass das... Ja, total. Du kannst das du wirst... Weil, also auch wenn die jetzt schön dünn geklopft sind, ne? Ich würde sagen, die sollten auf jeden Fall so 4, 5, 6 Minuten sollten die schon im Öl. Ja, das Geile ist, liegen. Du brauchst halt nur ein bisschen Öl und dann schwenkst die ein bisschen. Und du wirst feststellen, also ich glaube, dass das richtig gut ist. Ja, wenn du das sagst, ich habe den Wok ja noch nicht benutzt draußen. Also wenn du sagst, passt, dann machen wir es so. Hammermäßig. Vertraue ich dir. Aber es muss halt nur eine gewisse Zeit dauern. Und der Backteig sollte, wie beim Asiaten, so schön hell, gelblich, nicht so dunkel werden. Ne? Ja. Und natürlich das Huhn. Medium rare. Ja, Huhn halt. Standard, oder? Ich lasse einfach den Deckel weg, weil wir sind eh schon fertig, glaube ich. Die Nudeln brauchen nur, darf ich einmal hier. Könnt ihr mal mir mal einen Hinweis geben, liebe Chat-Leute hier? Ist das, ich stelle fest, dass der YouTube-Chat deutlich träger ist als der Twitch-Chat. Ne? Das sind Twitch-Chat, habe ich das Gefühl, dass die Leute deutlich mehr schreiben, vielleicht auch nur gefühlte Wahrnehmung, weil jetzt viele von Twitch vielleicht heute nicht da sind. Aber ist YouTube eher eine Form, wo ihr sagt, wir gucken eher nur still zu, weil wir das so kennen? Das wäre mir für mich mal interessant, weil dann brauchen wir mit euch ja nicht mehr reden. Wisst ihr? Aber bei YouTube... Aber ich glaube, der Chat ist auch bei Twitch besser als bei YouTube auf jeden Fall. Ja, bei YouTube haben potenziell aber mehr Leute einen Account als bei Twitch, ne? Weil ich sage mal, einen YouTube-Account zu haben, ist sicherlich populärer als einen Twitch-Account zu haben. Auf Marc-André Funke würde ich jetzt erstmal nicht reagieren wollen, weil er schreibt ja auch, nö, ihr reagiert ja nicht auf mich. Wo hast du was geschrieben? Gar nicht. Scroll mal hoch. Können wir hochscrollen? Nee. Tut uns ausdrücklich leid, wenn wir nicht darauf reagiert haben. Dann möchte ich an der Stelle noch mal ein dickes Sorry sagen. Usability bei YouTube ist einfach Mist. Okay. Ja, das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit verbessern. Ich hörte, dass das durchaus in Planung ist. Boah, geil. Ich freue mich richtig auf die Nudeln, ne? Ja, das ist das Coole. Die halten die schon fertig, weil die Nudeln... Nee, die brauchen nur 3 Minuten. Warum packst du da rein? Achso. Ich wollte hier reinlegen, zum Abkühlen. Macht schon Sinn. Sollen wir da ein bisschen... Sonst können wir so eine ausbringen. Sollen wir sonst mal mit kaltem Wasser abspülen und ein bisschen Öl ran, dass sie nicht mehr so kleben, oder? Wobei in der Pfanne mit Sojasauce und so dann im Wok dürfte es kein Problem sein. Ja. Dann nehmen sie auch das Sojazeug besser auf. Scrollt mal hoch. Ja, wir können hier so nicht scrollen, so einfach. Dafür müssten wir da hinten an den Rechner gehen. Deswegen schwierig. Schwieriges Thema. Ach Quatsch, bei YouTube muss man den Chat erst finden und aktivieren. Bei Twitch ist er automatisch am Fenster. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, aber das ist in der Tat eine Hürde bei YouTube. Weil wenn du es anklickst, ist es erstmal ein normales Video und dann musst du irgendwo, ich glaube unten irgendwo da an der Seite, auf Chat klicken und hast es nicht gesehen. Das ist, deswegen sagen ja auch alle, die schon Ewigkeiten livestreamen, Twitch ist ja nur fürs Livestreaming gemacht. Da bin ich auch nach wie vor bei allen, die das sagen. Ich habe auch noch so ein Ding, ne? Wir können es auch abgießen einfach, ja. Machen wir auch. Bin ich auch absolut bei den Leuten, die das sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir genug Gründe, erstmal YouTube zu probieren. Tüdelüt. Hätte ich mal direkt machen können, ne? Abgießen ist ein bisschen einfacher als rausheben. Naja. Didi fragt, warum kocht ihr eigentlich und grillt nicht? Du, wir gehen gleich an Wok und Wokken sogar noch. Das heißt, wir haben dann gekocht und gewokt. Wobei wir bislang auch nicht gekocht haben. Doch, Nudeln gekocht, scheiße. Mhm. Ah, Schmitz. Aber es ist so, dass wir ganz klar für uns definiert haben, dass es total geil ist, auch noch zusätzlich eine Küche zu haben, Indoor. Gerade im Winter ist es wirklich eine hervorragende Sache. Man muss niemanden hinterabfrieren. Wir können trotzdem genauso gut quatschen und genauso gut über Essen Dinge tun, mit Essen Dinge tun. So. Und jetzt gehen wir trotzdem raus und walken eine Runde und dann wird schon schnabuliert. Wo finde ich euch bei Lieferando? Oh. Schwierig. Da wurden wir delistet. Naja. Wollen wir die Shiitake-Pilze als Ganze reinhauen oder ein bisschen klein schneiden? Weil die werden ja bei der kurzen Zeit im Wok sicherlich... Kannst du noch klein schneiden?
ein bisschen klein, ne? Also ein paar kleine sind dabei. Da muss Messer in der Hand. Da musst du nichts machen bei so ein paar kleinen, aber hier, die hier. Gut, das ist doch fantastisch. Was müssen wir noch vorbereiten? Jürgen, brauchst du die noch? Sonst packe ich sie in den Kühlschrank. Nö, brauche ich nicht. Ist sie weg? Brauchen wir die morgen vielleicht noch? Ha. Ja, ja, ich habe hier aber auch noch welche. Ah, Gott sei Dank. Ich habe noch Karotte, ich habe hier auch noch Pilze und so weiter. Also, wir haben ja genug zu. Ah, wo ist Roasted Sesam? Draußen, glaube ich. Pass auf, folgendes: folgende Überlegung. Für das Huhn. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Option 1 ist, wir würzen es mit einem coolen Gewürz, ziehen es dann durch den Backteig und hauen es dann ins Fett. Option 2, wir pinseln es mit Sojasauce ein und würzen es quasi nur mit Sojasauce und ziehen es dann durch den Backteig und frittieren es dann oder backen es dann. Option 3, wir pinseln es mit etwas Roasted Sesamsoße von uns ein, hauchdünn, nicht dick, wirklich schön dünn, ziehen es dann durch den Backteig und frittieren es. Oder Option 4, wir machen irgendwas davon und dippen es am Ende noch in Sesamsoße ein. Die Option besteht sowieso immer. Ich habe auch da nochmal richtigen Sesam geröstet schon hingelegt, den können wir auch noch verteilen. Wie würdest du es machen, Julian? Ich finde es gut. Ich finde alle Varianten gut. Wir fragen Chat. Gewürzen den Teig. Jochen mache ich genauso, okay. Da ging es ja darum, dass Jochen gesagt hat. Ja, ich weiß. Am Fernseher gucken und vom Handy aus kommentieren, Game Changer. Ja. Sehe ich genauso. Backteig würzen ist auch eine Option, ganz klar. Wobei ich den, glaube ich, ungewürzt lasse und dann lieber das Hähnchen nochmal würze. Weil der ist jetzt auch schon fertig und dann habe ich im Backteig kein Gewürz drin. Aber könnte ich nur einrühren, ne? Theoretisch. Macht das Sinn? Ja, aber ich würde, glaube ich, eher das Huhn direkt würzen, den Backteig so lassen, dass der nicht, der hat dann ja auch die einzelnen Stipper vom Gewürz und ich möchte ihn ja schön clean aussehen lassen. Okay. Option 3 lese ich, Option 1. Geil. Option 2. Ja, gibt viele. Was ist dein Favorit? Sojasauce dran, Gewürz dran oder Roasted Sesam dran? Gewürz und Roasted Sesam. Also beides ein bisschen, okay. Was für ein Gewürz? Was hältst du von einem schönen... Ich glaube, ich würde... Smokey? Genau, das habe ich auch gerade gesucht. BBQ Smokey? Cool. Was ist los, Alex? Was? Nix. Achso. Dachte, da liegt... Magst du keins? Doch. Aber die Gewürzschublade sah komisch aus. Da hast du ein Ding übelst rausgestochen im Bild. Da dachte ich so, hey. Also. Ach so, ja. Oh, Herrn Schorche. Aber Alex hat ein gutes Auge dafür. Im Close-Up ist das Einzige, was aufgefallen ist. Also. Smokey? Roasted Sesam müssen wir noch mal holen. Warte, ich mach Smokey auf. Ist noch komplett zu sogar. Ganz neu noch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann dürft ihr raten, woher der Name Smokey kommt. Vom Aroma. Hoffe ich. Achtung, gucken, ob es klappt. Da kam es raus. Doch. Kommt ja. Sieht man das? Nee. Hä, das sieht man doch. Hier kommt die ganze Zeit doch ein Dampf. Wenn ihr Smoking aufmacht, kommt da ein Dampf. Ist kein Scherz. Sieht man auf der Kamera nicht so richtig. Aber ich hab's gesehen. Daher kommt der Name nämlich. Stimmt natürlich nicht. Haben wir vorher schon gehabt, den Namen. Aber das war ein ganz witziger Nebeneffekt. Haben wir noch eine geröstete Sesamsoße? Draußen ist auch keine mehr. Das weiß ich leider nicht, da bin ich raus. Ich guck mal bei den Soßen, Alex. Sind da welche? Ja, ne? Das weiß ich nicht. Könnte aber sein, ja. Jetzt habe ich gerade übrigens Smoking eingeahmet. Das ist ein bisschen wie Pfefferspray. Nicht, dass ich wüsste, wie Pfefferspray sich anfühlt, aber. Ist das hier mein Bier? Habe ich mein Bier da hinten abgestellt? Das macht für mich gar keinen Sinn. Na gut. Ja, vor dem Shirt im schwarzen Hintergrund. Ja, siehst du. Ist doch super. Habt ihr kein Thai-Barbecue mehr da? Doch, hätten wir auch. Glaube ich. Ja, hätten wir auch da.
Oh, es ist schon wieder sowas von schlecht von uns. Wir möchten gerne gerösteter Sesam hier wunderbar einsetzen und präsentieren. Wir haben hier gar keine mehr. Nö. Weiß nicht, wo die hin sind. Schon wieder. Dann sind sie leer. Dann haben wir original selber von unserer Soße nichts mehr da. Das macht mich traurig. Guck noch mal rein. Vielleicht, ich sehe ja meistens die Sachen nicht, aber... Dann kannst du direkt auch mir sagen, ob Knobi da ist, weil das habe ich auch gefragt. Ob hier ist auch kein Knobi mehr drin. Gut, dann können wir auf jeden Fall mal ganz entspannt ein bisschen... Müssen wir erstmal im Sizzle Brothers Shop bestellen. Daran sieht man, dass es ein Livestream ist. Ja, aber es ist auch kein Problem. Wir machen es anders. Wir machen jetzt einfach Smokey drüber und machen dann ein bisschen Müh-Sojasauce. Die ist auch die weniger salzige Sojasauce, sodass wir es nicht übertreiben mit Salz. Und dann ist das vorbereitet. Die Sojasauce mache ich jetzt noch nicht drauf, weil erstmal muss ja gleich das Gemüse und so gewokt werden. Ne? Ich wollte das übrigens parallel machen, hatte ich gedacht. Weil so wirst du Bratnudeln wokken oder erst das Huhn und eins von beiden wird stehen und kühl. Mhm. Aber egal, können wir machen. Was? Kann man danach das Huhn schneiden und nochmal durch die Nudeln ziehen, dann ist dann natürlich die Kruste weg, ne? Ja, genau. Was? Dann frittieren wir von mir jetzt hier drin. Dann würde ich das hier drin vorbereiten. Du kannst draußen, wenn du willst, den Wok vorbereiten. Ja. Dann bereite ich das Huhn mal vor, dann machen wir das gleich parallel. Ich bin mit dem Wok schon fertig. Achso, auch heizen und so, dachte ich jetzt. Der braucht 2 Sekunden. Ja, okay. Aber ich öle den schon mal. Yes. Ich würze hier. Wie gesagt, würze ich jetzt das Huhn. Habe ich aber eben wirklich gesagt. Ne? Bisschen Smoke-Kick drüber. Krass, wir werden gleich original gleichzeitig drinnen und draußen aktiv sein. Das wird äußerst schwierig, weil du musst richtig flitzen, Alex. Ja, aber das ist einfach für dich. Ich fange hier drin an, das Huhn zu frittieren. Weißt du, wie ich meine? Ne? Hörst du? Ja. Ich fange hier an, das zu frittieren. Du kannst ja auch so, ob du schneiden oder Kamera machen willst. Nee, guck mal. Ich gucke. Dann passiert ja hier nichts, außer das liegt halt im Fett drin. Und dann gehen wir zusammen raus und ich gucke hier mal nach, was passiert. Also der Wok ist dann wesentlich spannender als das, was hier passiert. Aber es muss trotzdem einer schneiden. Ja, das ist kein Problem. Ich kann auch hier dann das Bild auf dich schneiden. Haben wir draußen eine totale? Nee, ne? Nee. Schade. Ich habe gedacht. Also 2 Kameras haben wir draußen. Ja. 3 Kameras. Grillkamera auch, ne? Ja. Und ja, reicht doch. Grillcam aufgebaut. Doch gut. Sieht die Grillcam den Wok? Oder? Ich denke schon. Top. Wo hab ich ein Woköl? Woköl haben wir da oben drin auch. Also haben wir safe. Gestern erst geguckt. Ja, so eine kleine Packung ist da. Das. Mhm. Da steht Woköl drauf. Mhm. So. Wo drin frittiere ich am besten das Huhn gleich? Das sind ja doch relativ große Dinger. Topf. Ja, aber da passt dann nur eins rein. Pfanne. Mhm. Theoretisch eine tiefe Pfanne. Notfalls machen wir es nacheinander. Von vier, die Pfannen sind, aber relativ tief. Ich meine, in der Theorie kann ich ja 2 Hühnerdinger nebeneinander in einen großen Topf knallen. Dann brauche ich aber auch 8. Du hast aber da tiefe Pfannen von Sturmi, ne? Ja, naja, eine kleine. Die ist auch ziemlich klein. Guck ich mal hier. Da passt auch nur ein Stück rein. Kann aber auch einfach. Ja, die ist doch super. Nehme ich doch hier die Kochumspfanne. Die ist doch wunderbar. Da brauche ich nicht so extrem viel Öl. Das ist super. Ich will jetzt auch nicht unnötig viel Öl sozusagen verschwenden, weil wenn ich jetzt hier so einen Topf wie den Nudeltopf da hinten nehme, der ist ja groß im Durchmesser und hoch, da muss ich verhältnismäßig viel Öl reinschütten, um überhaupt erstmal eine gewisse Höhe zu kriegen. Hier sicherlich auch, der Durchmesser ist noch höher, aber ich glaube, hier kriege ich auch gleichzeitig dann mehr rein. Ja, wir nehmen das Ding. Also ich sage euch, wie es ist, der Wok ist fertig. Top. Der war gerade schon so schweineheiß. Aber irgendwas war gerade, was ich sagen wollte. Achso, genau. Ich habe festgestellt, dass du den Kühlschrank draußen nimmst. Ne? Hätten wir uns dazu entscheiden sollen, noch einfach anzulassen. Ist der aus? Hm? Da haben wir gleich morgen noch mal richtig was zu tun. Warum ist der aus? Wann wurde der ausgemacht? Der wurde wahrscheinlich irgendwann mal. Ah, oder ist der durch Stromausfall aus? Also nee, ich habe nicht ausgemacht. Stromabschaltung. Ich wüsste es nämlich auch nicht. Den hat eigentlich. Meinst du mit aus das Licht oder das Kühlschrank?
würde sagen, der Kühlschrank. Guck mal. Wenn ich da so reingucke. Okay. Weil da wäre noch eine Soße gewesen, aber die konnte ich nicht mehr anfassen. Gut. Ich könnte drüben schon alles durchziehen, ne? Ja, ich mache einmal Öl zum Frittieren hier rein. Wobei ich sagen muss, wir machen mal lieber erstmal bei dir ein bisschen. Ja, genau. Ich wollte hier anfangen. Ja, ja, macht schon Sinn. Gut, hier brauche ich halt auch viel Öl, ne? Das reicht, mehr brauchst du nicht, ohne Scheiß. Ja, es soll ja drin schwimmen eigentlich. Schwenkt doch lieber ein bisschen. Bisschen noch, komm. Gut. Ach, geht doch. Ich habe hier auch extra das günstige Öl gekauft. Ja, Öl ist ja mittlerweile auch teuer. Sehr teuer, ist ja auch teuer geblieben vor allen Dingen. Diese Pfanne zum Beispiel müsstest du deutlich entspannter. Genau. Ich will es ja eh nicht so heiß haben. Also 180 oder so zu Beginn, wenn ich es reingebe und dann nicht mehr so heiß. Erwähnte ich schon, dass ich Hunger habe. Ich kann dir sagen, gleich gibt es Bilder. Danach hast du richtig Hunger, weil gleich ist hier richtig Achterbahn. Oh Gott, ich hoffe, dass die Backteigmenge für diese riesen Flatschen überhaupt reicht. Ich ahne Schlimmstes. Aber wenn es nicht reicht, dann machst du ein bisschen Huhn noch so mit in den Wok rein. Ungebacken. Auf jeden Fall. Oh, uiuiui. Ich hätte mich gerade fast komplett mit Wasser vollgehauen. Naja. Pinsel brauche ich noch. Oh ja, sehr gut. Ich habe so Bock auf Wokken jetzt. Voll geil, ja. Wokken ist der absolute Hammer. Was kommt da alles rein? Machst du die Sprossen auch kurz mit rein, ne? Ja, ja, aber am Ende wahrscheinlich. Sesam geben wir, der ist ja schon geröstet, den gibst du dann wahrscheinlich so noch rüber, eventuell. Top. Okay, das ist bei der Soße. So. Brauchst du ein bisschen, ich habe hier ein bisschen Chili-Pulver, also so Chipotle, ein bisschen geräucherte Chili grob geschrotet. Soll ran oder willst du weglassen ganz? Ist mir am Ende egal. Mir ist es auch wurscht. Ich habe es nur hingestellt als Option für ein bisschen Schärfe. Aber ja, komm, mach mal ein bisschen was ran. War nur optional. Ich habe hier Sojasauce, ich habe hier Sesamöl, falls notwendig. Ist auch eher optional, muss nicht ran. Ne? Also wir kriegen ja im Zweifel auch eine Sesamnote so hin. Das heißt, ich sag mir noch mal was zur Soße. Weil ich kann doch bestimmt schon Zucker mit Soße verrühren, richtig? Ja, auf jeden Fall. Du kannst schon ein bisschen den Zucker mit Sojasauce und auch vielleicht einen Schluck Sesamöl vermischen. Und das am Ende einfach wahrscheinlich mit reingeben, dass es halt nicht mehr anbrennt, aber so ein bisschen heiß wird und mit dran ist. Jo. Los Wokos, das sind wir. Erwähnte ich schon, dass ich Hunger habe? Nein. Habe ich noch nicht gehört. Wolltet ihr mal ein Video über Öl machen oder gab es das schon? Ich habe es verpasst. Ein Video über Öl? Oh, das weiß ich nicht mehr. Hatten wir das mal geplant? Wie meinst du das? Welches Öl man wann, wie, wo verwendet? Also wegen verschiedener Rauchpunkt und so weiter? Oder? Meine wäre wahrscheinlich eher sogar als so ein Shortformat spannend, ne? Wo man mal schnell die Infos aufsaugen kann. Was machst du jetzt, wie schon gesagt? Ich habe jetzt nur, wie schon gesagt, die Soße hier gemacht. Cool. Oh, jetzt wird es gleich geil. Gleich wird es verdammt noch mal gut. Ja, ich mache jetzt mal auf 7,5 hoch. Ich hole mir auch mal einen Thermometer, dass ich mal einmal gleich nachpinseln kann, nachmessen. So, und ich mache mal Folgendes. Ich nehme mir jetzt erstmal den hier. Schön laut, ne? Ich mute mich mal ganz kurz, wenn nicht ganz laut ist. Oh, riecht das, ist das Sesamöl drin, ne? Ja. Alter. Junge, das riecht richtig gut. Sesamöl ist auch ein Spielveränderer, ne? Ja. So ist es. Also geil. Das muss noch heizen hier, es dauert noch einen Moment. Welches Öl sich wozu, okay, also Videoidee, welches Öl eignet sich wozu?
wollten wir Anfang des Jahres machen, habt ihr im Livestream vor Weihnachten diskutiert. Oh. Ja, gut, dann ist ja jetzt ein Jahr vergangen. Haben wir jetzt auch noch mal drüber diskutiert? Und ich sag noch, das wollten wir noch drehen. Ja, machen wir nächstes Jahr auch nicht. Nein, keine Ahnung, ist eine coole Idee. Ja, können wir uns mal aufschreiben. Vielleicht machen wir es irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob es darüber, über das Thema Videos bei YouTube so in der Form gibt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da kann man auch sehr, sehr viel zu lesen. Und auch sehr viele Köche zu befragen, welches Öl sie wann wo verwenden. Ja, Öl gibt ja mitunter auch Geschmack. Also gerade wenn man so ein Sesamöl oder so verwendet, da ist sehr, sehr viel Geschmack und das ist sehr kräftig. Ein Knoblauchöl oder so. Kommt da noch Paprika mit rein? Nee, in dem Fall keine Paprika, oder? Nee. Nope. Paprika? Keine Paprika. Na, wir sind auf jeden Fall über 100. So 120 Grad haben wir jetzt. Shit. Werbung hatte man auf Twitch nicht. Ja, ist wahrscheinlich eine Einstellungssache. Ich kann, vermute ich mal, im Stream auch deaktivieren, dass Werbung kommt oder es auf ein ganz geringes Level stellen oder so. Ich weiß nur nicht genau wie, aber das wird irgendwie gehen, denke ich. Das finden wir alles noch raus, Leute. Weil auch für mich, also wenn es nach mir geht so, ich weiß nicht, kann während des Livestreams auch die Werbung ganz weg sein. Und dann macht man halt, ist halt in dem Video on Demand hinterher Werbung drin, die man skippen kann oder mit YouTube Premium dann keine hat. So. Also ich werde draußen starker, jederzeit. Ja, hier dauert es noch einen kleinen Moment. Ich will das nur einmal gezeigt haben hier und dann läuft das hier nebenbei mit. Marc-André Funk schreibt, ich habe noch gar keine Werbung gehabt hier. Vermutlich hast du YouTube Premium Abo. Weil mit YouTube Premium Abo bin ich mir sehr sicher, darf es hier eigentlich auch keine Werbung geben. Weil YouTube ja das Abo verkauft mit dem Hinweis, dann hast du keine Werbung mehr. Oh, hier, ich lese. Oh, hier, 180, da können wir starten. Ich lese hier gerade Olivenöl, guter Allrounder. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, Olivenöl ist toll, wenn man es als kaltes Öl irgendwo rüber macht, weil es auch einen sehr guten Geschmack hat. Zum Braten mal für Hähnchen, wenn ich jetzt nicht so die Röster rum haben will, bei niedriger Temperatur, okay. Aber ich finde, das Allroundöl schlechthin ist ein Sonnenblumenöl, ein Rapsöl oder so. Einfach zum Braten für alles Mögliche, wo man auch mal einen Salat mit anrühren kann. Aber jetzt so zum, also Olivenöl ist für mich eher schon spezieller in der Anwendung. Übrigens ein Trick für zu Hause, wenn wir wissen, ob das Öl passt. Holzstab reinhalten und gucken, dass sich da unten Bläschen bilden. In unserem Fall ist das so. Und dann weiß man, ja. Es ist soweit. Ist auf jeden Fall warm genug. Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist ja ein Rezept, was ich selbst erfunden habe, nachdem ich es aus dem Internet geklaut habe. Ja, ja. Wir testen mal. Soll ich auch noch mal? Ich pinsel auch noch mal ganz leicht mit Sojasauce ein. Nee, lass ich weg. Brauchst du, glaube ich, echt. Ja, das ist Schwachsinn. Ich fange mit dem hier mal an. Komm. Also, man soll es schön dick mit Backteig beschmieren. Deswegen ist der auch so dickflüssig. Dann haftet. Alter, der haftet richtig. Das ist ja genial, ne? Das wird gut. Der haftet richtig gut, ey. Ich bin ja absoluter Backteig-Profi-Experte. Boah, das ist jetzt aber auch wirklich eine ganz dicke Schicht Backteig da dran, ne? Oh, perfekt. Ja, ich warte noch mal, dass das, was da so läuft, ein bisschen runter läuft. Aber ich glaube, ich würde es jetzt so langsam verhaften wollen. Mit, damit es nicht rüberkleckert. Genau. Ja. Ah, sehr gut gemacht. Rein da. Oh, da habe ich eine Schicht ohne, weil ich da festgehalten habe. Egal. Sieht aber schon gut aus, ne? Wunderbar. Alter, krass, ey. Junge. Gut, die Stelle, wo man wieder aufgeht, ne? Ja. Junge, Junge, Junge. Es hat auch ordentlich Backtriebmittel drin in Form von Backpulver. Boah. Geil aus. Cool. Alex, wir müssen es draußen machen. Bock ich vor mir her oder kommst du mit raus? Alex kommt mit raus. Ja, also, dann muss Hannes mich schalten. Ja? Dann geht das, ja. Was muss ich machen? Wir haben ein bisschen bessere Bilder, glaube ich. Ich schalte hier gleich um. Ja, lass doch noch mal kurz hier gucken. Einmal einen Backteig rein hier oder was? So, ich guck mal auf den Tacho, 19.13 Uhr, so spätestens 19.18 Uhr sollte es fertig sein. Das kriege ich hin. Ich nehme mir mal eine unbeschmierte Zange. So. Nee, ich meine jetzt das Huhn. Und du dann draußen sowieso. Das ist ja einfach für dich.
Mach ich auch mal. Oh, pass auf, das habe ich gerade schon einmal. Ja, ich schalte auch einmal runter hier. Ey, sieht aber echt gut aus, ne? Den Abzug noch anmachen? Ja, kann ich machen. Wegen ihr Stank. Und ich mache auch mal hier zu. Auch wegen ihr Stank. Mach die Tür, Jürgen, mach die Tür, die Haustür zu. Jo. Also die Richtung Flur. Gleich nochmal schön. Jo. Mit Hitze bin ich mittlerweile relativ gut. Ich habe mich jetzt so oft in meinem Leben verbrannt, gerade an Fingern, dass so eine leichte Hitze an so einer Pfanne, so eine ganz kleine Brandstelle macht mir nichts mehr aus. Da bin ich abgehärtet. Es sei denn, es ist wirklich richtig heftig, dann ist das sicherlich was anderes. Ich glaube übrigens, dass das in der Fritteuse ist, Frittieren immer noch am besten, weil der Backteig, was auch immer man frittiert, nie im direkten Kontakt mit der Hitzestelle ist. Hier ist ja, die Hitze kommt von unten, ist eine Kontakthitze an der Pfanne und das Huhn hat direkten Kontakt zur Pfanne. In der Fritteuse schwimmt es ja auf einem, mit Abstand zum Boden, wo die Hitze sitzt, in einem Netz drin oder in einem Drahtnetz, Gitternetz. Ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil, weil hier haben wir durch die Kontaktwärme natürlich doch mehr Hitze von unten jetzt als in der Fritteuse. Ich drehe es einmal. Deswegen geht es einfach schneller und kriegt auch eine andere Bräunung, als wenn man es in der Fritteuse machen würde. Aber es soll jetzt nicht weiter wild sein. Ich glaube, das wird trotzdem cool. Geil. Und ich muss sagen, es ist auf YouTube tatsächlich richtig was los hier, ne? Also ich bin ganz begeistert, wie viele von euch heute zugucken. Sehr, sehr cool. Cool, okay, von mir aus könnt ihr raus, können wir wocken. Rausgehen. Ich mache das hier fertig, ihr habt gesehen, wie es läuft. Und dann wird jetzt gewockt. The wok is yours. So, dann muss man das einmal hier und mal kicken. Okay. Jetzt überlege ich so ein bisschen, wie ich es mache. So, was macht Alex da? Der macht doch nur Mist. Erstmal ohne Handschuh, glaube ich. Geil. Du bist jetzt drauf, Alex. Ja, ich sehe das. Ich sehe das hier immer auf dem Display. Ich lasse dich jetzt auch einfach drauf, ja? Ja, du kannst auch umschalten, wenn du möchtest. Ja, ich muss mal nach dem Huhn gucken, deswegen. Ach so. So. Also, ich habe jetzt ein bisschen Woköl hier unten drin. Und wenn das gleich anfängt, warm zu werden, das geht meistens ziemlich schnell. Wir können das ja auch mal kurzfristig verifizieren hier. Also, ich habe jetzt schon 260. Ja, geht schon auf die 300 Grad ruckzuck zu. Also, es geht sowas von schnell, dass ich sage, wir starten mit der Karotten. Heute habe ich auch die Kelle da. Das heißt aber nichts, weil ich die Kelle auch nicht bedienen kann. Boah, müsste man eine Holzkelle nehmen, ne? Damit machst du auf jeden Fall. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich mach einfach so. Das passt schon. Hier drin haben wir noch so Holzspaten, Spatel-Dinger. Mhm. Ja, das Ding ist, beim richtigen Wok ist die dabei. Das heißt, echt? Da gehört das dazu. Weil Holz sofort verbrennen, ne? Aber machst du nicht die Geschichten damit kaputt? Hier ist keine drauf. Okay. Also das ist so ein Wabenzeug hier, ne? Das ist wahrscheinlich dann der mit Beschichtung. Auch der sagen, sieht eigentlich so aus, als wäre da was drauf, ne? Aber ich weiß nicht. Ja, der hat eine. Leute, ist egal. Ja, sonst. Also wenn ich es so mache, passiert nichts, Alexander. Mach dir keine Sorgen. Was ist los? Na, was gut. Fehlt? Ja, Alex schreibt mich halt gerade an, ne? Weißt du, wie er ist. Ich kann euch sagen, ich habe eben mal umgeschaltet, aber das ist das einzig geile Bild hier, weil die hier oben filmt Julians Hinterkopf und die ist zu weit weg. Ja, das sieht doch gut aus. Total. Nice. Nice one. So. Weißt du, wie ich mal ein paar Pilze? Guten Abend, Sebi übrigens an der Stelle. Voll geil. Boah, ist zu heiß. Ist wirklich zu heiß. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Mmh. Hammer. Hört ihr diese Geräusche?
jetzt gleich beginnt, ein bisschen Wasser auszutreten. Dann wird es noch ein bisschen strotziger. Gut. Sebi on Tour ist auch am Start. Sebi, schön, dass du da bist. Also Wokken ist einfach nur geil, ne? Ich finde, diese Gerüche, die hier hochkommen, müssen Dampf drauf geben. So, Freunde, jetzt gleich kommt ein bisschen Flüssigkeit dazu, dann zischt es noch mal zischend. Mal die noch dazu. Was wir haben, haben wir. Hört man dieses Pfeifen von den Pilzen? Sieht geil aus. Alex, wie viel Hunger hast du auf einer Skala von 1 bis 10? 3. Hast du gar keinen Hunger? Doch. Hm. Ja, ich hab vorhin noch Nudeln gegessen. Ah, echt jetzt? Hast du doch gesehen. Ich habe noch Nudeln gemacht heute. Oder? Ja, okay. Aber ich habe schon Bock. Also es riecht auf jeden Fall sehr gut. Und Bratnudeln, sag ich mal, ist ein Gericht, das kann man auf jeden Fall immer gut essen. Oh shit, das sieht auch lecker aus. Alter, es sieht ähnlich gut aus wie beim Chinesen, ne? Ähnlich gut von außen wie beim Chinesen. Boah. Da sieht es noch ein Ticken besser aus, wegen Fritteuse, aber es ist so brutal saftig, das Huhn. Ja, ich erhöhe auf 5. Also ich sage euch, wie es ist, ne? Mit Handschuhen ist viel besser zu wokken, weil das Ding ist sowas von unglaublich heiß, dass ich mir, glaube ich, die gesamten Haare an meinem Arm gerade weggebrannt habe. Gut, Flüssigkeit. Sehr gut. Oh, dieser Geruch. Junge. Komm, ihr Nudeln. Ja, kleine Nudeln hier. Gott, ist das gut. Hansi, ich glaube, wir spielen gerade gebratene Nudeln durch. Was sagst du? Ich bin da. Ich glaube, wir spielen gerade gebratene Nudeln durch. Alter, sehen die geil aus. Was zur Hölle. Boah, die sehen richtig gut aus. Original auch wie im Schnee. Das Huhn ist ja so brutal geworden. Ne? Das ist ja unglaublich. Ich muss noch mal. Ja, Alex, leider nur eine 3. Schade. Deswegen werden wir es wohl alleine essen. Ja, könnt ihr machen. Könnt ihr gerne alleine essen. Mal gucken, wie ihr das dann macht, was wir auch, wie ihr das komplett aufessen. So. Jetzt habe ich es auch verstanden hier mit der Schaufel. Genau so macht man es auch, glaube ich, wirklich. So. Den Ring mache ich mal kleiner, den mache ich mal kleiner. Hammer. Hannes, haben wir da eine Unterlage für den Wok? Was? Haben wir eine Unterlage für den Wok? Drin. Bestimmt. Na klar, bereite ich vor. Hier drauf. Könnte ich gehen, ne? Kamera rein. Ja, Wok-Unterlagen, wie Sau. So. So, was sagt denn der Chat? Ist lecker, oder? Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Hammer. Gut, das passt. Oh Scheiße. Und im letzten Hieb, ne? Im letzten Hieb habe ich noch versagt. Elle, gönn dir das. So, ich komme rein. Danke, Mann. Kannst du umschalten auf mich? Muss Mode noch Küche oben rechts anklicken. Alex ist jetzt drauf.
Ja, ja, du. Da sind wir. So, Hansi. Geil, ich habe hier dir auch sonst was gebaut. Ah, kannst du so rüberstellen mit Topf da vorne? Ja. Ey, das ist ja so unglaublich lecker. Ganz kurz halten. Aber hier war ich ein bisschen heiß bei der zweiten Ladung hier. Ein bisschen dunkel geworden, aber geil. Wird trotzdem gut. Das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. So, einmal Chat gucken. Ihr seid so fies, ja, stimmt. Kurz nochmal das hinschmeißen. Waren das Instant-Nudeln? Die heißen Mie-Nudeln, aber das sind diese Instant-Nudeln. Die brauchen nur 3 Minuten Vorkochzeit. Keine Ahnung, man kann auch Spaghetti nehmen, aber ich glaube, die schmecken da in dem Fall besser. Guck mal hier, Achtung, nur mal fürs Feeling. So macht der Chinese das. Schneide das dann so runter, zack, und leg's dir so auf den Dings drauf. Ist original wie beim Chinesen geworden. Warte, ich mach das ist tatsächlich auch geil mit dem Plattdrücken gewesen, mit dem Plattklopfen. Gute Idee gewesen, ja. Muss man hier auch mal hoch anrechnen. Julian hat normal echt keine guten Ideen. Heute war echt ein Tag. Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute war mein Tag. Und die Idee, dass wir dieses Rezept machen, hattest ja auch du. Ich habe Julian gestern gefragt, was möchtest du morgen essen? Ja. Weißt du, weil. Ja. Und jetzt stell dir vor, wir hätten noch Roasted Sesamsoße. Dann wäre es durchgespielt. Dann wäre es komplett durchgespielt. Einer ist ja denk original, Bild, ne? Elle, oder? Original, halt ne? Doch. Wirklich, aber original, ey. Scheiße, sieht das gut aus. Da fehlt natürlich das Eckstück, das haben wir schon gesnackt, ne? Nochmal so für ein original, ey. Für euch so? Ich glaube, wir haben noch nie so genial das gemacht. Zieht euch das rein. Ey, was? Die Nudeln sehen ja aber auch brutal aus. Taktisch Schlüger, so rum. Stell's hin, das ist am klügsten. Hammer. Richtig gut aus. Drauf Sesam. Oh, das Bild sieht gut aus, Alex. Ja. Das brauche ich auch. Ah. Kannst du? Kann ich? Ja, klar. Boah, das ist so knusperknäuschen, das ist ja unglaublich. Der Backteig ist ja brutal, ey. Gut. Wow. Wenn du willst, Julian, kannst du das Huhn da auch schon mal die Brust auseinander karten, zack, 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 zack. Und dann machen wir den nächsten noch einen Teller fertig hier. Guck mal, ob es da auch schon durch ist. Die ist ja deutlich dicker. Ja, sieht fantastisch aus. Wollt ihr den Topf mit dem Wok nach hinten aufs Brett nehmen? Also, oder nach hinten nehmen, weil das so ein bisschen die Sicht versperrt? Ja, ja. Alter, ist das saftig. Elmo, willst du auch? Ja. Gut, weil nämlich genug für alle. Ja. Kann ich auch hier hinstellen, Alex? Ja, klar. Hannes, noch mal einen Teller, bitte. Jo, warte, komm. Länglich oder ist egal, ne? Egal. Machen wir 4, wunderbar. Ja, perfekt. Reicht das für 4 Portionen? Ja, ne? Easy. So. Also, brauch nicht so eine Riesenportion, theoretisch. Hm? Ja, du kannst ja auch das, wie du... Also ich habe voll Bock, das schmeckt mit Sicherheit ultra geil. Ich habe nur vom Stream leider einen Fehler gemacht, noch zu essen. Ja, ich sag ja, ich Ja, alles gut, ist immer. Ich glaube, das ist jetzt auch durch hier, das dicke Ding. Hier kannst du gleich einmal so ansäbeln, mach ich mal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das durchgleitet und wie knackig das ist. Warte, das muss ich noch einmal von oben abtupfen. Das ist wirklich voll gut geworden. Das ist unglaublich. Und das ist sowas von saftig. Oh, das ist sowas von heiß. Ja, natürlich. Na ja, gut. Guck mal bitte, ob es durch ist an irgendwie der dicksten Stelle. Ah, vielleicht noch einen kleinen Moment, oder? Was sagst du? Kann, glaube ich, schon. Notfalls, ja, wobei, ja, doch, ist gut. Das kann. Wir können das Ding gerne notfalls weglassen. Da ist alles bestens, ja. Fantastisch. Oh. Ey, das ist sowas von saftig. Jo, das trieft. Hammer, Alter. Also am allerbesten ist es, wenn das wirklich so platt geklopft wird, wie die drei Stücken. Drei Stücken waren perfekt platt geklopft, sag ich mal so.
dann ist es wirklich am allerbesten. Also ich bin ganz entzückt hier. Das ist es. 4 Portionen gebratene Nudeln hier. Hä? Geil. Mm. Und was sagt ihr so? Ich hätte jetzt total Hunger. Ich nehme mal das Kalte hier. Oh, geil. Hammermäßig, ey. Das Teigrezept ist hoffe ich von euch. Ja, klar. Habe ich im Internet geklaut und gesagt, es kommt von mir. Es ist ein Standard-Backteigrezept. Bitte Teigrezept in der Videobeschreibung. Ich mach's anders. Wo ist denn der Zettel? Ich hatte hier vorhin einen Zettel. Haben wir den weggeschmissen? Nichts wissen. Warte mal, wo ist der? Elmo? Hier. Dann mache ich für Alex die etwas kleinere Portion. Und so, Freunde. Die andere große. Jetzt kommt es noch mal komplett. Ich habe mich natürlich auch vorhin vertan. Mehl, 550er, 120 Gramm. Speisestärke, 30 Gramm. Backpulver, 1 Teelöffel. Salz habe ich ganz vergessen im Backteig, ist aber nicht schlimm, denn wir haben das Salz übers Gewürz am Hähnchen dran. Ansonsten könnte man 1 Teelöffel Salz mit dran machen. 200 Milliliter Milch und 1 Esslöffel Sonnenblumenöl. Das ist der Inhalt. Alex, welches möchtest du? Such dir eins aus. Nimm das größere. Dann nehme ich gerne das hier. Ja. Okay. Ich habe nämlich Dampf. Jetzt noch die Roasted Sesam. Ohne Scheiß, die würde so gut jetzt passen. Jetzt will ich die Soße fehlt jetzt ein bisschen. Ne? Wobei du natürlich an den Nudeln... Da ist genug Soße, aber die würde gut passen. Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich nicht vollkommen blamiere hier. Mal gucken, ob ich mit Stäbchen... Ey, schmeckt so geil. Ja. Hat Julia mal... Oh, nee, ich esse nicht mit Stäbchen. Leck mich am Arsch. Mitgebracht. Willst du welche haben? Ja, ich würde es auch mal versuchen mit Stäbchen. Ah, versuchen? Hast du nie gemacht? Doch. Also, bei Bratnudeln esse ich meistens nicht mit Stäbchen, aber so Sushi halt normalerweise, ne? Hm. Mm. Also, ich glaube... Wie gut sind dir denn die Bratnudeln gelungen? Das Thema Wokken ist hier, also sowas von weit vorne. Boah. Oh, weißt du, was fehlt noch? Brokkoli hätte man damit dran machen können. Ja. Brokkoli, Zuckerschoten, so ein Zeug. Ja. Das heißt, was fehlt dafür? Die Pilze sind geil. Oh, stell dir vor, jetzt wie beim Chinesen, dieses Chili-Zeug, was man noch so mit drauf machen kann. Richtig schön. Also, Schärfe mit rein. Der Wok, Leute, das ist einfach nur geil. Macht einfach nur Spaß. Das ging so schnell. Genau, das ist das geil. Du bereitest viel vor und danach geht's zack, zack. Mm. Aber die Nudeln habe ich ganz lange gekocht. Die Nudeln? Ja, die kannst du mit den Dingern hier kaum noch essen. Die rutschen so stark durch. Ja, die hätte man vielleicht statt 3 Minuten nur 1 oder 1,5 kochen, weil die im Wok ja auch noch ein bisschen weiter links, ne? Gut, aber ganz ehrlich, das sind die Feinheiten, die man mit der Zeit dann reinkriegt. Das ist ja asiatisch, ja nochmal was ganz anderes als das, was wir sonst so machen. Boah, das ist Hammer. Unglaublich gut. Wirklich. Das macht so einen Spaß. Boah, dazu die Roasted Sesamsoße wäre brutal. Krass, Alter, das ist ja wirklich. Alter. Danke fürs Teigrezept, sehr gerne. Wenn wir dran denken. Das ist auch brutal geworden. Ich denke da dran. Ich schreibe das Teigrezept gleich im Anschluss direkt noch in eine Videobeschreibung. Das zu klopfen, ich will mich nicht selbst loben, aber das war der Gamechanger. Das war der Gamechanger, wirklich. Weil das Huhn, und jetzt bin ich mir auch sicher, dass das beim Asiaten auch so gemacht wird, dass das geklopft wird, weil das Huhn dadurch diese butterweiche Konsistenz schon hat, ohne dass du irgendwas machen musst. Unglaublich. Wobei beim Asiaten, ich glaube, das wird meistens eh irgendwo beim asiatischen Großhandel fertig frittiert gekauft, ja, nur nochmal warm gemacht, aber der Herr herstellt, wird es auch klopfen. Was sagst du, Helle? Für dich würde ich sagen, kann auch Salz rein. Hab ich schon. Hat er schon. Also Nudeln geschmacklich, konsistenzmäßig. Geht noch, es braucht nach oben, aber Geschmack ist ja irgendwie schon echt. Ja, geil. Würde ich genauso auch sagen. Beim Huhn hätte ich auch noch ein bisschen mehr Würze ranmachen können. Oder eben, was ich ja eigentlich machen wollte, mit Soße noch bestreichen. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt gewesen. Können wir es ausprobieren. Aber ja, generell ein ganz klein bisschen Mühe, Salz mehr. Das ist auf jeden Fall besser als beim Asiaten. Gleich noch. Minimal Salz
Mehl gefehlt. Ah, ist viel saftiger als beim Asiaten, ne? Ja, auf jeden. Ja. Ich glaube nicht, dass die meisten verwenden. Nee, das glaube ich auch nicht, dass die so eine Maispoulade verwenden. Ja. Naja, ich komme mit den Stäben noch nicht mehr klar. Oh, mit Sweet and Sticky ist auch gut. Die Süße ist geil. Und genau das, was da mir noch gefällt. Könnt ihr mal Bratreis im Wok machen, Sebi? Klar. Wir hatten original heute die Option Nudeln oder Bratreis, haben uns für Nudeln entschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, was wir nächstes Mal asiatisch machen. Bratreis. Ey, nächste Woche Ente mit Bratreis. Und dazu eine schöne Sichuan heißt sie, glaube ich, richtig ausgesprochen. Sichuan-Soße. Mhm. Geil. Wollen wir machen? Von mir aus? Wenn gerne, ich bin dabei. Feingeschnittene Rinder. Rinderstreifen, auch geil. Oh, mit oh. Oh. Ja, okay. Auch geil. Also sowas in die Richtung. Oder mit Porkchops so. Aber Ente auch geil. Wenn man, überleg mal, beim Chinesen, bei so einem Standardasiaten, kriegst du doch auch niemals eine krasse Entenbrust. Aber wenn du da eine schöne Barberie, weißt du, eine gute Qualität kaufst. Guck mal, ist das hier durch? Ja. Das drauf, ja. Das sieht so gelb aus. Was ist das? Guck mal. Das ist Backteig, der da reingedient ist. Der ist ja da reingezogen. Aber schon ist durch. Alles gut. Du hast das Einzige, was ich noch roh gelassen hatte. Okay, aber, ich aber du magst ja am liebsten. Ey, du hast das gerade so geil verkauft in dem Backteig, Wahnsinn. Ja. Mm. War ja einfach in dem Fall, ne? Ey, die Pilze auch geil. Ey, wir stehen hier und schaufeln, ne? Aber es schmeckt wirklich. Es schmeckt fantastisch. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder, uns beim Essen und Schmatzen zuzuschauen. Das gehört ihr dazu. Julian, das wird ab jetzt immer so sein. Ich frage dich Dienstag einfach, worauf hast du morgen Bock vom Essen her? Ich habe einen Knochen gebissen. Oh, das ist natürlich... Der war noch in der Brust. Mit Brustknochen. Hast du ja doch einen Finger abgeschnitten. Ich muss sagen, dass die Soße kein Fehler ist, weil die leichte Süße passt. Mhm. Gut. Mhm. Das ganze Rezept ist kein Fehler. Mhm. Also. Aber kennst du beim Chinesen, wenn du da sitzt, beim Asiaten, diese meistens in so einer kleinen Schale drin, so einem Glas mit Deckel? Mhm. Chili geschnitten in Öl. Mhm. Eine richtig schöne Schärfe, aber eine schöne Würze. Sowas wäre geil noch. Kann man selber machen. Hm? Ja, ist doch nur Öl, Chili und ein paar Gewürze. Dann mehr ist doch auch nicht. Wahnsinn. Hm. Ich bin hier, also ich bin völlig begeistert. Wir sind jetzt nächsten Mittwoch auf jeden Fall auch wieder hier auf YouTube. Wir werden jetzt erstmal YouTube bedienen, was Streaming angeht. Und auf Twitch weniger oder erstmal gar nichts machen. Zumindest jetzt nach Stand jetzt noch aus. So. Alter Junge. Ey, wir sind so doof. Twitch hat doch die Richtlinien geändert. Das ist doch jetzt wieder parallel streamen, YouTube, Twitch gleichzeitig erlaubt. Ja? Also zumindest für Affiliates. Ich weiß nicht, ob es für Partner auch ist, aber ich habe zumindest jetzt einige Kanäle, die safe auf Partner sind und Haken haben gesehen, die Dual-Stream gemacht haben. Muss aufpassen, manchmal sind die undicht. Aber ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Freund von Dual-Streaming, weil du musst dann auch auf zwei Chats achten und so. Mhm. Boah. Ey, das Ding habe ich weggeholt. Gut, dass ich meine Jacke dahin gehängt habe, sonst bläst auch was im Ärmel. Sehr gut. Du fräst auch, hast auch weggefräst, ne? Ich bin in dem Fall auch Fräse hier. Komplett, ja. Komplett blanco. Wahnsinn. Also das war auch wieder, ranking-technisch war das für mich wieder ganz... Ich bin am Wochenende ein riesen asiatische Küche-Fan. Ne? Mhm. Also es ist wirklich... Ich finde es halt geil, wie unfassbar einfach es gerade war, 4 Portionen Bratnudeln mit Hähnchen zu machen. Ja, also, wirklich. In einem Affenzahn. Wenn man sich, also wenn man das zu Hause durchzieht, ohne zu reden, Viertelstunde fertig. Ja, wenn du durchziehst, ich würde dann zuerst den Backteig vorbereiten, dann schnibbeln, währenddessen schon Öl aufheizen, dann geht's los. Ist so. Du brauchst 2 Pfannen oder einen Wok und eine Pfanne, fertig. Einer schreibt beim Asiaten, kommt ab, ob
Ja, habe ich auch schon gelesen. Wenn Asiaten Natron ans Fleisch, dann ist es immer zart. Kann sein, habe ich keine Ahnung von, wie die das war machen. War aber echt aber nicht nötig. Also wenn, ich glaube, viel zarter als so eben gerade geht auch nicht. Nein, du hast, wir haben das Fleisch, Jürgen hat es geklopft kurz. Dadurch war das Huhn schön platt. Hammer. Zart, saftig. Also mehr geht nicht. Also ich sehe, dass der Chat bei YouTube scheinbar noch ein bisschen problematischer ist. Da können wir noch nicht viel dran ändern, aber man kann ich weiß, dass aber auch ausstellen, theoretisch. Genau. Ich weiß aber auch, dass da ein paar Sachen in der Mache sind. Ja. Aber es geht nicht darum, dass man ausstellt, sondern dass man mitchatten kann, weißt du? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ey, war mega. Pascal, ich schicke dir das gleich rüber. Krieg ich Spaß gemacht. Und ich schreibe auch in diese, das ist hier zum Beispiel auch viel geiler. Bei Twitch müsste ich jetzt auf der Homepage irgendwo was machen, was nicht so einfach ist. Hier kann ich einfach gleich in eine Videobeschreibung gehen, weil das Video ist, wenn wir, sobald wir Stream beenden klicken, ist das Video live, ist das Video online bei YouTube. Und ich kann einfach in die Videobeschreibung schreiben, hier ist das Rezept. Kurz reinpacken, fertig. Ja. Ja. Also das ist schon cool. Ja. Boah, Alter, war das lecker. Haben wir noch irgendwas? Ich bin auch vollends begeistert. Was wir hier nicht machen können, ist raiden, ne? Nee, das stimmt. Ja, gut, okay. Irgendwas ist immer, ne? Alex, was war vorhin beim Wok, was du erst gesagt hattest, das wird nichts? Oder 5 oder 3 von 10 oder was? Was? Nee, ich habe nichts mitnehmen. Oh. Mein Hunger ist 3 von 10, weil ich vorm Stream noch was gegessen habe. Ach so. Ja, dafür hast du aber auch weggefräst noch. Also das war ganz weit vorne. Ja, Hammer. Hammer. Geil. Aber schön, die Bratnudeln das nächste Mal nur ganz kurz vorkochen und dann im Wok fertig, dass die ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Biss haben. Ne? Oder halt Spaghetti nehmen, ne? Eben. Spaghetti haben auch eine andere Konsistenz als diese Instant-Nudeln, diese Mie-Dinger hier. Mango Curry hätte vielleicht sogar auch original gepasst. Es hätte wirklich auch gut gepasst. So gut immer. Die habe ich überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Ja? Da oben war ja noch ein Ziegelbrot. Stimmt, ja. Ja, hätte früher auch geklappt, ja. Aber über den haben wir schon gesprochen, Alex. Ja, abgesehen davon kann man Ellie ja gar nicht hören. Wenn wir es nicht akustisch wiederholen, ist schwerer zu hören auf jeden Fall, aber gut. Gibt also eine Mongo Curry, wäre auch weit vorne gewesen. Oh, Erdnusssoße, ich liebe ja Erdnusssoße. Aus meiner Sicht war es das, wa? Oder hast du noch was? Nee, ich habe nichts. Wir sind durch, Leute. Man kann hier, wie gesagt, nicht raiden, sonst hätte ich gesagt, raiden noch jemanden, aber wir sind dann einfach gleich sozusagen offline. Ja, wir können noch raiden. Jeder geht jetzt nach dem Stream, so schnell es geht, zu seinem Nachbarn und klopft ihm die Tür, tritt dagegen und so. So ein Raid, so wie Police Raid. Und, ja, und dann grüßt von Alex einfach. Grüße von Alex. Ey, das machen wir. Komm. Ja, das ist eine super Idee. Repostet das bei Instagram, markiert uns. Aber wenn irgendwelche strafrechtlichen Verfolgungen kommen, auch bitte alle an Alex. Ja, und dann hier WBS-Kanzlei direkt auch. Das auch da. Marc-André fährt jetzt nochmal schnell zum Chinesen. Ja, das hilft dir nichts. Nächste Woche. Alex, du, das war in dem Fall auch nicht schlimm. Ich sehe eine Erdnusssoße nächste Woche sehe ich auch. Magst du Erdnusssoße oder ist das nicht so deins? Ja, ich würde sie essen. Ja, wenn ich beim Chinesen bin, bestelle ich grundsätzlich Erdnusssoße. Beste. Mhm. Ja, süß-sauer würde ich auch gerne mal machen. Oh, nee, das habe ich noch nie selbst gemacht. Die mache ich nicht so gerne wie eine Erdnusssauer. Können wir auch machen. Ja, nee, alles gut. Ich bin für alles offen. Freunde, wir sehen uns nächste Woche. Mittwoch wieder, da sind wir auf jeden Fall wieder hier am Stissel. Danke fürs Zusehen. Ihr seid wunderschön. Genießt den Abend, bis demnächst. Und denkt dran, es kommen wieder Videos. Und zwar am Sonntag kommt ein fettes Video. Da habe ich gegen Alex gegrillt. Und am Sonntag kommt auch der Spezi-Metzger im Podcast. Auch das wird großartig. Tschüss! Tschüss!